Gut. Machen wir da einen zu, bitte. Das zieht wie Hulle. Ein bisschen. Den anderen darf da offen lassen, das zieht wie Hulle. Konstruktprogramm. Also in der Pause, es sind immer die Fragen. Ich sage, in euch tauchen so viele Fragen auf und der Witz ist, die sind alle schon beantwortet. Wenn ich euch sage, wenn ich jetzt in das Udo-Leben reinschaue, was ich an Mails kriege und Leute, die sagen, du, ich habe da mal eine Frage. Ich sage, wenn du zugehört hättest und du hättest die Filter nicht eingeschalten, die sind alle beantwortet mit 100%. Es sind alles dein Problem, ist das Quadrat mit drei Strichen. Es ist ein Prozess, der zieht sich über viele, viele Seiten, über viele, viele Jahre. Das ist die Sache mit dem blinden Arschloch, wo ich immer ganz definitiv sage, vom ersten Mal hören, wo ich das erkläre, was ein blindes Arschloch ist. Jeder Beobachter, der etwas beobachtet und damit nicht einverstanden ist, ist lieblos. In meiner fränkischen Sprache sage ich, es ist ein blindes Arschloch. Das kann man nicht wieder schön auffächern. Da muss dir klar sein, und das habe ich, weiß gar nicht, wie oft ich beobachte mich. Das heißt, der Mensch, ein Programm, wirft eine Person auf. Ich beobachte, wie ich was beobachte und ich beobachte und merke jetzt, dass ich als Mensch mit was nicht einverstanden bin. Dann erkenne ich, oh, ich bin ein blindes Arschloch. Weil der Beobachter, dieser Mensch, sich ja mit dem Körper verwechselt. Das bin ich ja. Dass ich auch schon andere auf anderen Seiten andere Körper bin. Und das war das mit der Medizin. Wie willst du erwarten, dass dir einer hilft, der nicht einmal den Unterschied zwischen einem Menschen und einem Körper kennt? Für einen normalen Schulmediziner ist der Körper der Mensch. Den sollte auch irgendwann einmal auffallen, dass man den nicht retten kann. Weil was passiert, wenn du versuchst, einen Säugling zu retten? Dann wirst du dir ein Schulkind zu Gesicht bekommen, weil das muss sich vollkommen auflösen, dass das Ding ein Schulkind wird. Das klingt jetzt so spielerisch, das ist euer Problem. Und das Schulkind muss sich auflösen, dass du Erwachsener wirst. Und der du jetzt zu sein glaubst, der wird sich genauso auflösen. Der du zu sein glaubst, weil du dann wieder was Neues wirst. Ich mache hier kein esoterisches Geschwätz. Ich kann euch nur sagen, glaubt oder glaubt nicht, ich weiß, wovon ich rede. Die Sache ist, du darfst bloß nicht vergessen, wer du bist. Wenn du dich natürlich mit einem Gedanken von dir verwechselst, dann ist es natürlich logisch, dass ich ja älter werde. Was war zuerst da, das Ei oder die Henne? Und da wollen wir dann ein wenig physikalischer werden morgen oder auch in Systemtheorien reingehen. Ich habe gesagt, ich mache ein wenig schwerer. Aber das wird eigentlich erst verständlich, wenn man die Grundlage der Sprache versteht. In der Pause werde ich gefragt, kommt einer zu mir, wer ist eine Hand hoch? Ist er gar nicht da? Da, ganz. Nein, das war, ist ja wurscht. Bleibt sich gleich. Einer der Standardfragen, er sagt zu mir so mit Fragezeichen, Bruno Gröning. Du sagst ja? Sag ich, muss ich den kennen? Er hat ja nicht weiter darauf geantwortet. Ich mache jetzt das in einer Kurzform. Sag ich, ja, aber was willst du mir damit sagen? Selbstverständlich kenne ich den. Weil du fragst mich ja jetzt und dann gehe ich davon aus, es hat einen Grund, warum du mich fragst und wahrscheinlich denke ich mir jetzt mit dem Udo-Programm, du wirst wissen, was ich von dem halte. Das heißt, du fragst mich jetzt, was ich von einem Gedanken halte, den du dir denkst. Den du nur aus das Buch heraus kennst, aus das Fernsehen, aus das Internet heraus. Ich sage jetzt, was du davon denkst, hängst davon ab, welche Seiten du gelesen hast. Das sage ich zu Mandide immer wieder. Wenn du die Informationen aus den Seiten holst, du wirst immer wie ein Computer. Das erste Programm, das ich in einen Computer eingib, wird zum Vergleichsmaßstab für alles, was neu in dich eindringt. Der Schwamm. Wenn ich dir ein jüdisches Programm einhämmer, dann wirst du feststellen, du wirst damit vergleichen. Das ist auch bei Jugendlichen. Das ist das in der jetzt ausgedachten Zeitgeschichte. Wir denken immer jetzt, wirst du feststellen, dass zu allen Zeiten das, was älter ist wie du, dumm ist. Absolut gesehen meine ich jetzt im normalen Sinne, weil die Alten wissen ja nichts. Ihr müsst euch ja vorstellen, denkt an Allmänner, ich bringe euch Original-Faksimile-Schriften von Paracelsus und der schreibt halt hier 1521. Jetzt hast du mal Zwiebel die Schulmedizin her, das könnte ich gewesen sein. Ne? Da ist nicht so viel Unwirklichkeit dran, glaubt es mir. Ich ist natürlich jetzt was anderes. Die Herren Doktores von den Universitäten, die wollen bloß eins, euer Geld. Die erzählen euch, es ist so, schaut Vater Geid, ich will mir an, die erzählen euch, dass ein Menschlein entsteht, übrigens interessant, er nennt es, den Menschen nennt er Gott und das ist natürlich auch, der Paracelsus war so blöd, der konnte ja nicht einmal richtig Deutsch schreiben, der hat immer gesagt, der Mensch ist ein Viech und da hat er nur V-I-C-H geschrieben, ein Viech, ein V-Ich, ein aufgespanntes Ich. Und wir sind ja bei Paracelsus, ist
Latein, Griechisch, teilweise Hebräisch, Buchstaben plus Deutsch gemischt. Das war ja laut Wissenschaftsgeschichte der Erste, der hier in Deutsch geschrieben hat und nicht in Latein. Die sind so dumm und die glauben, ein Menschlein entsteht, weil der Mann seinen Liquor Vitae, die Flüssigkeit des Lebens, in die Matrix, genauso steht es da drin, der Frau reinspritzt. Und ich sage euch, das hat mit Fortpflanzung nichts zu tun. Dieser Liquid Vitae, der reinigt die Nieren des Mannes, so wie der Rotz des Gehirns reinigt, aber dadurch entstehen keine Kinder. Jetzt ist natürlich, wenn ich heute Medizin studiere, lächle ich doch bloß drüber. Und jetzt kommt diese jugendliche Arroganz, dass ich meine, die Alten haben noch keine Ahnung gehabt, aber wir Jungen wissen ja. Das Wissen, das du hast, das moderne Wissen, ist modernes Wissen. Und wenn du einen Zeitfall hast, ist immer, die Alten sind in der Richtung und die Jungen sind da. Und das, was zur Zeit Stand des Wissens ist, ist das jüngste Wissen. Das natürlich viel besser ist, wie das alte Wissen. Das ist übrigens immer so. Was natürlich hier vorher ist, ist dumm. Und ich sage immer Kindergartengeschichten für euch. Der Sechsjährige, der in die Schule kommt, und ich lerne ja schon lesen und schreiben, und ich habe ein Geschwisterchen, das ist ja noch so dumm, das macht ja noch in die Hosen, der kommt sich unheimlich gescheit vor. Aber wie sieht es aus, wenn er 18 ist? Dann ist der Sechsjährige dumm, aber die Eltern, wir sagen mal, das Pubertierchen mit 14, 15, das in die Disco will, bis in der Früh um 3, dann tun wir als Eltern da als Alter hin, wie die Junge erklärt, wie die Alten, und jetzt spiegelt sich das, dass ihr ja gar keine Ahnung habt. Du kannst immer bloß von oben nach unten sehen, aber nicht von unten nach oben. Und du wirst irgendwann nochmal die begreifen, die Weisheit, das, was in den alten Schriften steht, das ist nicht annähernd so zerdacht und tausendmal geistreicher wie das, was ihr jetzt Naturwissenschaft lernt, weil das die komplette Entgeistigung der Menschheit überhaupt war. Jetzt zu den Göring nochmal. Der Witz sieht doch so aus. Ich sage jetzt ganz einfach, wenn du den kennst, wir schauen uns erst einmal, wir denken wieder normal. Wir gehen jetzt einmal unter Menschen, wir machen Interview auf der Fußgängerzone, egal wo wir hingehen. Gehen wir mal in die Fußgängerzone in Nürnberg und ich sage, wir gehen einmal in H&M rein und da fragen wir die Leute, kennst du Bruno Gröning? Dann gehen wir in die Disco, dann fragen wir, ob die den kennen und vielleicht in einem ESO-Laden finden wir dann ein paar. Hochinteressant, die kennen den dann. Und wenn du die fragst, was das ist und wenn sie den kennen, was sie von dem halten, dann wirst du feststellen, dass die genau das von dem halten, was sie in den Büchern in den Isoladen gelesen haben. Wenn du auf Universitäten gehst, die ja wenn Medizingeschichte studieren, dann wirst du das hören, dass das ein Scharlatan ist. Du wirst immer das hören, was du dir aufschnappst. Weil du letztendlich, egal was es ist, immer nur dein Programm, dein Intellekt, dein Schwamminhalt rezitieren kannst. Das ist die Wurzel wieder. Das ist die Wurzel, Johannes. Und das ist alles unheimlich logisch. Ja, was soll dir denn an der Maschine logisch erscheinen, wie das Programm, das mich eingehämmert hat? Ich würde jetzt da normalerweise laufen, Veto schreien, weil ich permanent in Zeit denke. Das heißt, richtig interessant wird es, wenn du wirklich jeden Moment bewusst dir den Wechsel deiner Information bewusst machst. Da gibt es kein Vorher und kein Nachher. Diese Illusion, die sich hier aufbaut, in diesen einfachen Beispielen, wo ich sage, wenn ich jetzt hier zum Beispiel die ganze Zeit jetzt hingehe, was macht man? Heiner? Ich bin der große Magi, der große Zauberer. Und ich erschaffe jetzt aus dem Nichts was, was wohlgemerkt nur in der Heiner-Welt, was jetzt die ganze Zeit nicht da war. Jetzt hast du eine Brille auf der Nase. Moment, ich werfe was anders hinaus. Wenn du wirklich zuhörst als Geist, du bist ein wahrnehmender Geist, die hat nicht existiert. Und sobald ich das Wort Brille ausspreche, denkst du an die Brille und du siehst den Raum und du spürst die. Und es ist nicht der Kopf, die Beine, dein Körper existiert nicht, wenn du nicht an deinen Körper denkst. Du hast panische Angst, was zu verlieren, was du jetzt normal innerhalb eines Tages tausende Male verlierst und das gar nicht mitkriegst. Ich stelle momentan fest, ich unterhalte mich mit einem hübschen Mädchen und mir geht's gut und die geht weg und ich spüre die Hüfte wieder. Man muss für Ablenkung sorgen. Aber ich will auf was anderes und ich sage jetzt, wie das Gefühl passiert. Alles, was ihr zu sehen bekommt, alles, was es ist, ist immer eine Gedankenwelt und ich sage immer ein Zeitfenster. Und ein Zeitfenster, das ist das Trügerische, wenn du dir was ausdenkst, die Relativitätstheorie. Alle Probleme der Menschheit sind ja deine Probleme, weil die ja nur dann da sind, wenn du die in einen Raum denkst. Du sprichst dir halt andere zu, zum Beispiel die Verschränkung in der Quantenmechanik, was ein riesengroßes Rätsel ist, wenn man die Grundlagen hat, dass zwei Teilchen mit Lichtgeschwindigkeit in entgegengesetzte Richtung auseinanderfliegen und wenn du eins veränderst, verändert sich das andere mit.
Und dann sagt der Professor, komm, Zellinger, ich zeige euch das Video wieder, kommt zu mir nach Wien, ich zeige euch das, ich führe euch das im Versuch im Labor vor. Und da so, das möchte ich gerne sehen, was ihr mir zeigt, das unsichtbar kleine Teilchen, die mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit auseinanderfliegen, dass wenn er das Teilchen in die Richtung dreht, das andere sich in die andere Richtung dreht. Es kommt Verschränkung und das darf nicht mal nicht sein, weil dann doppelte Lichtgeschwindigkeit nötig wäre. Die sind Wahnsinnige. Die sehen gar nicht mehr das, was da ist. Aber die Lösung ist wieder so einfach. Wo ist dieses Teilchen, das ich mir da hin denke? Wo ist dieses Teilchen? Hier. Die sind ausgedacht. Versteht ihr kein Deutsch? Und das, was jetzt die machen, ist das, was ihnen sein anerzogener Intellekt sagt. Schon, dass er die Teilchen sich überhaupt ausdenkt, muss auf seinem Programm drauf sein. Das muss im Studium gehört haben. Und wir wissen ja, dass zu allen Zeiten, die du dir jetzt denkst, ständig immer wieder jetzt was anders waren. Alle Wahrheiten von heute sind die Dummheiten, wo man morgen drüber lacht, wobei das morgen auch heute ist. Es ist das Hier, das Rote Hier ist ein ewiges Hier, das wir uns jetzt weit auseinanderdenken. Und jetzt komme ich zur Brille. Du hast immer nur deine jetzige Information. Und wenn ich jetzt auch denke mal an gestern, dann denkst du jetzt an gestern. Das ist aber in dem Moment der Blackbox. Da muss ich jetzt fragen, gezielt fragen, dass du dir in gestern was reindenkst. Jetzt, das war aber nie gestern. Das war natürlich auch heute. Gestern war ja auch heute, da warst du auf der Seite. Die ist jetzt wieder im Hintergrund. Jetzt, wenn ich sage, dann blätterst du zurück. Du kannst nämlich immer nur jetzt was auftauchen lassen. Die Bilder in einem Film, wo du sagst, die kommen nacheinander, sind auf der Datei gleichzeitig da. Die Seiten, wo du sagst, die kommen nacheinander, wenn du das Buch anschaust, sind die gleichzeitig da. Ich würde nicht behaupten, dass die Zimmer in meiner Wohnung zeitlich nacheinander kommen. Ich habe die Illusion, wenn ich mich in Bewegung setze, das alte Spiel Fliegenstall, wenn ich sage, schließe mal deine Augen. Diese Worte, die jetzt jeder von euch hört, je nach Programm wird er an einen anderen Körper denken. Ich habe aber nicht gesagt, hier, du die Augen, du, Mario macht die Augen zu, Holger macht die Augen zu, ich habe nur gesagt, schließ deine Augen. Offensichtlich, wie war das ganz am Anfang? Ihr hört jetzt Geräusche und die Bilder, die Vorstellungen, die in dir auftauchen, hängen zuerst einmal davon ab, wer du jetzt zu sein glaubst. Das ist die Lösung. Alles ein Quadrat mit drei Stichen zeichnen. Wenn du es nicht weißt, sagst du, das ist unmöglich. Und wenn du die Lösung gefunden hast, sind alle Fragen beantwortet. Das heißt, er sagt Bruno Gröning. Und das sagt, jetzt hast du mal gut, das sagt mir jetzt hast du mal als Beobachter, dass du irgendwo in der Datei in deinem Schwamm diesen Namen drin hast. Jetzt muss ich nur analysieren, hast du das aus einem ESO-Buch, aus der ESO-Buchhandlung oder irgendwo anders? Und dann sage ich dir, was du von ihm hältst. Jeder, der den Mund aufmacht, sage ich dir genau, dass er irgendwas nachplappert. Und du kannst es auch, du musst bloß ich werden. Aber dazu muss ich zuerst einmal du werden, du musst begreifen, dass ich bloß ein Gedanke von dir bin. Wir können die Seiten immer wieder tauschen. Und was jetzt die Brille anbelangt, das Gefühl ist natürlich da, jetzt war es wieder weg, hast du gemerkt? Die wahnsinnige Angst, irgendwas am Leben erhalten zu wollen, fußt zuerst einmal darin, dass du eine vollkommen falsche Vorstellung von dem hast, was Leben ist. Und darum interessieren mich auch nicht die Menschheit und die. Was ist jetzt, was, wenn du einen aufgeblasenen Intellekt hast, du hast ein Programm, wo du dir mühsam irgendeinen Titel, was erarbeitet hast, was du dir übrigens nie raussuchen konntest, immer dran denken, ich verfüge über das Bewusstsein, dass ich nicht zu niemandem, den ich mir ausdenke, vorwerfe, dass er so ist, wie er ist. Bin ja auch dann wieder ich. Das ist alles Wissen, jedes Wissen ist wichtig. Also es geht nicht ums Wissen. Es ist in der Wahrnehmungspsychologie, da wird dann rumgedauert, dann siehst du irgendwie hier, dann sagen sie, was siehst du, ist jetzt das ein Hase oder ist das ein Ende? Und so ist ein Fetzen Papier, wo Farbe drauf gespritzt ist. Ihr seht schon wieder Sachen, die ihr nicht seht. Das ist der Göringer Fußballspiel, HD-Fernseher. Da kann ich tausendmal sagen, da sind keine Menschen, da läuft kein Ball hin und her, da bewegt sich nichts, auch nur einen Millimeter von der Stelle, wenn du genau hinschaust. Ihr lebt zu 99% in Interpretationen, die ihr macht, weil ihr nicht mehr in der Lage seid, euch bewusst zu machen, was jetzt wirklich da ist. Und jetzt kommt es zu der Brille. Jetzt machen wir mal, wie das Gefühl entsteht. Geist Heiner mit dem Heiner-Programm, Geist mit dem Heiner-Programm, taucht der Udo auf, sind die Informationen von diesen Geistesfunken. Nochmal, Geistesfunken sind keine anderen Geister. Zwei Spiegel, ein Lämmchen, ich sehe jetzt das von der Seite. Wenn du dieses Lämmchen bist, das heißt, ich mache diesen da, ihr kennt das Spiel mit dem Spiegeltunnel, dann siehst du vor dir unendlich viele Spiegel. Und Lämmchen. Und wenn du jetzt eine Dimension höher bist, siehst du, da ist bloß eins. Und da ich weiß, wie er funktioniert, weiß ich, er denkt sich jetzt viele aus, die sind aber alle in ihm drin.
Und dieses eine Geist, und wenn ich das jetzt noch in den Tetraederspiegel reinmache, dann verstreust du das, und das wird jetzt zu weit führen, es geht nur, dass du es grob verstehst. Und Heiner, wenn ich jetzt dich frage, wo war die Brille die letzten 5 Minuten? Dann denkst du an 5 Minuten. Du denkst überhaupt nicht, das war eine Frage. Das war, diese Worte sind jetzt deine Information. Aber jetzt ist die Frage, dass du ja diese Frage, wo war die Brille die letzten 5 Minuten, musst du dir jetzt erst einmal 5 Minuten ausdenken, vorstellen. Die sind nicht da, du denkst jetzt, das ist dann das Kreuz. Komme ich gleich dazu. Du denkst das jetzt und 5 Minuten mache ich es jetzt einfach mal so. Okay? Da ist noch nichts drin, das ist auch eine Kiste. Und jetzt fragst du dich, war diese 5 Minuten die Brille da? Du fragst dich das, weil jetzt denkst du ja an die Brille, du spürst im selben Moment auch die Brille und du denkst dir 5 Minuten natürlich in die Vergangenheit, die aber jetzt sind, war die Brille da? Und in dem Moment denkst du auch an die Brille und hast das Gefühl der Brille und dann hast du voll das Gefühl, weil da legt sich jetzt dieses Gefühl über diese 5 Minuten, wo du meinst, es war vorher. Das ist so weit weg, was die Gehirnpsychologie macht. In all den ganzen Sachen, apropos Heiner Gehirnpsychologie, ich habe in mehreren Vorträgen darauf hingewiesen, es ist ja auch Wissen, alles Puzzlestücke. Nochmal, jedes Teil, wo ihr studiert, egal was es ist alles richtig. Nur so, wie es interpretiert und da, wo es hingedacht wird, das ist das Problem. Wenn es auftaucht, ist es wichtig. Wenn was in dir auftaucht, ist es ein Teilchen aus dem Heiligen Ganzen und wenn du irgendein Teilchen verändern willst, dann Gedanken verändern willst oder anders verändern, wie er ist. Es geht um diese absolute passive Teilnahmslosigkeit des Betrachten ohne zu werden. Es geht zum Beispiel hier, ihr lebt in Sodom und Gomorra, wo mittlerweile an Universitäten gelehrt wird, wie man seine Mitmenschen bestmöglichst bescheißt. Das nennt man zum Beispiel Werbepsychologie, BWL und so weiter und so fort. Selbsterkenntnis, das ist das, was dich freimacht, Johannes. Und jetzt sage ich immer wieder, es ist nicht, dass du dich jetzt hinstellst und was anders lehrst. Mein Peter Fetting, ein alter Lehrer, das Thema kennen die meisten, der Riesenprobleme bekommen hat, wenn er sagt, ich kann mich nicht mehr hinstellen und die Kinder in der Schule in der Kunde erklären, dass die Welt eine Kugel ist. Na so, gibt es Kaisers, was des Kaisers ist. Du sollst nichts verändern, aber einen kleinen Trick, das hat er gut geholfen damals. Gott sei Dank schon lange Rente. Der Trick besteht darin, dass du das lehrst, was du zu lehren hast als Angestellter, aber du machst einen Trick. Man hat immer, du programmierst als Lehrer, als Professor, programmierst du kleine Computer, das sind deine Schüler, die dann unheimlich unter der Scheiße leiden, wo du auch ein Leben lang gelitten hast, weil man dich auch bloß programmiert hat. Den schönen Aphorismus lesen in Du bist ich, glaube ich, ist er. Was sind meine Wahrheiten? Es sind die Wahrheiten meiner Lehrer und meiner Erzieher, die ich vollkommen geistlos, unverstanden rezitiere, so wie diese Tierchen ihren Lehrern und Erziehern nachgeplappert haben. Bis dann irgendwann nochmal wieder einer aufsteht, 3 bis 4 Generationen, so steht es in der Bibel, der dann sagt, ich will die Scheiße nicht mehr glauben. Auf jeden Fall, du lehrst die Kugel, aber immer mit einem kleinen Beisatz. In dem Alter sind die Kleinen so weit, dass sie das verstehen können. Du sagst erst einmal ganz nebenbei, dass ganz normal zeitlich gedacht, seit Menschengedenken sich herausgestellt hat, dass alle Wahrheiten von heute die Dummheiten von morgen sind. Dann kannst du vielleicht das Galilei-Beispiel mit der Kugel zur Scheibe bringen. Und man hat immer zu allen Zeiten, wenn ein neues Wissen gekommen ist, zu diesem Zeitpunkt geglaubt, das ist falsch, weil man am Alten festgehalten hat, aber dann hat sich doch das Neue durchgesetzt und wie das Neue da war, hat festgestellt, wie blöd die im Alten sind. Und da hat sich bis zum heutigen noch nichts verändert. Sobald jetzt neues Wissen kommt, zum Beispiel Holofeeling, wird es massiv bekämpft. Nicht einmal das, weil die wissen es erst gar nicht, weil den Fehler mache ich nicht mehr. Das sind ganz schlichtweg und einfach, wie ich immer wieder sage, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Das ist der Krug, der zum Brunnen geht. Die Probleme lösen sich von selbst. Das geht bis hin zum Weltbild. Die kennen die meisten den Witz kennen von euch, wo ich sage, die 2 Planeten, wo sich treffen. Sechs bei meinen, die es nicht kennen. Und da sagt der eine zum anderen, du siehst aber schlecht aus, was ist denn da mit dir los? Ja, ich war schon beim Arzt, ich habe mein Virus eingefangen. Ja, wie hast denn der, was hat er gemacht? Und dann sagt er, ich muss nichts machen, der vergeht von allein, der Virus heißt Mensch. Das ist so tiefe Weisheit. Der geht von allein, weil du musst in anderen Zeitmaßstäben denken, wenn du so alt bist wie ich. Da ist ein Menschenleben, ist ein Nichts. Da ist je nachdem, wie du das rasterst, mit was für einer Geschwindigkeit du in der Lage bist zu denken. Das ist immer, ich nenne das Chat-Denken. Und das kannst du übrigens alles
was ich kann, kannst du auch, weil ich nämlich bloß ein Untersystem von dir bin. Es ist hundertprozentig, steht fest, dass ich jetzt bloß ein Gedanke von dir bin. Und mich gibt es in deiner Welt nicht, wenn du mich nicht denkst und du warst schon dann da, du Geist. Bevor du das erste Mal an Udo gedacht hast, du warst schon da, wie du es bevor du das erste Mal an Jesus gedacht hast und du wirst auch noch dann da sein, wenn du nicht mal an den denkst, der du jetzt zu sein glaubst. Das kannst du sofort überprüfen, weil dann das Ding wieder weg ist. Jetzt komme ich in die Werbepsychologie. Bisschen ausgeholt, Heiner. Da geht es also, die Menschen, es wird studiert, wie man seine Mitmenschen bescheißt. Mit einer unendlich geheuchelten, verlogenen Moral. Ob das Bobstars sind, der Bono, der hier Brot für die Welt sammelt. Alles aus der Zeitung heraus. Göring, alles aus der Zeitung heraus. Das muss er sich bewusst machen. Das heißt, du schnappst was auf aus Medien und Basien. Das ist die Geschichte von Esther, wo ich mich versteckt habe, aber zigfach erzählt. Das sind so Kleinigkeiten. Die Schizophrenie geht so weit, muss ich jetzt kurz loswerden. Es gibt ja viele verschiedene Bibelübersetzungen. Es gibt erst einmal sehr katholisch geprägte von der römisch-katholischen Kirche, die ja die offiziellen Stellvertreter Gottes auf Erden sind. Officio, soll ich ein Lateinwörterbuch aufmachen, das heißt hinderlich sein und im Weg stehen, auf dem Weg zu Gott. Viele lateinische Phrasen raushämmern, aber nicht verstanden, was die bedeuten. Das ist übrigens bis zum heutigen Tag, wenn wir morgen vielleicht, wenn Hochschulvorlesungen haben, wie oft die irgendwelche Arithmetiklehrer von Mathematik reden. Und ihr wisst es, Mathematik hat mit Rechnen überhaupt nichts zu tun, das Wort. Nicht das Geringste. Ästhetik ist einfach nur Wahrnehmung. Du warst schon wieder einseitig, weil man dir erzählt hat, das heißt schön sein in Empfinden. Es ist kein Vorwurf, du kannst als Programm ja nur das wiedergeben, was man in dich einprogrammiert hat. Auf jeden Fall hat man versucht zu analysieren, jetzt mit modernster Computertechnik, wie der Mensch eigentlich tickt, um dann zu erforschen, wie man irgendwas reintreten kann. Und dann sind es diese Eye-Tracking-Brillen. Das habe ich schon ein paar Mal erzählt, um das geht es mir jetzt. Das Thema ist was anderes. Ich will euch jetzt einmal erzählen, was eine reine, unschuldige Seele ist. Die lachen schon. Ja, da pass auf. Eine Tracking-Brille ist folgendes. Ihr müsst euch vorstellen, da wird eine Brille aufgesetzt und dann ist hier ein Sensor, der reagiert, wo deine Augen hingehen. Ich rede jetzt ganz normal raumzeitlich. Ich muss das immer dazu sagen. Mir ist es bewusst. Wo die Augen hingehen, dann kann man mit dem Blickwinkel, kann man das feststellen. Und das wird jetzt gekoppelt mit einem Monitor, wo was passiert oder wo ein Bild drauf ist. Und dann kann man praktisch, wenn einer die Brille aufhat, feststellen, wo der hinschaut. Das ist wie mit einem Mauszeiger. Ihr könnt euch das vorstellen. Okay. Ups. Wartet mal. Oh. Seht ihr hier den Mauszeiger? Den kann ich jetzt eine Leuchtspur einstellen zum Beispiel. Und jetzt ist interessant, ihr müsst jetzt genau mitdenken. Du hast jetzt ein Bild und ich mache jetzt zum Beispiel irgendeine Fotografie und wenn jetzt einer die Brille hat mit dem Mauszeiger, siehst du genau, wo er hinschaut. Und das Klassische, das findet man in psychologischen Schriften, das ist habe ich aus der Universitätsschrift heraus, das wurde nur für Werbezwecke und für Werbepsychologie entwickelt, also zumindest diese Quelle, die ich jetzt rezitiere. Und jetzt hat man hier, und das ist das erste Versuch, wo ich noch was bei euch gefunden habe, das ist ein Bild, das ist ein Park, das ist eine Parkbank, da sitzt eine Frau mit Miniröcken, mit einem Minirock, ein Geschoss, 80% Beine, und da läuft der Hund rum. Da läuft der Hund rum. Und interessant ist, wenn Männer das anschauen, du hast immer, wenn die Leuchtspur dabei ist, du rasterst einmal ganz kurz durch und dann hängst du irgendwo fest. Dann hängst du irgendwo fest. Jetzt pass auf, wenn das ein Kind aufsetzt, merkst du, dass das Auge nur den Hund verfolgt, dann ist das vollkommen wascht. Anderes Wertesystem. Aber das ist auch bloß, das ist die Vorgeschichte. Diese Geschichte erzähle ich, Mann Heiner, unschuldige Seele. Da ist dasselbe in grün. Das war irgendwann mal in einem Kontext, wo er noch weiß, ich habe ihm das Beispiel erklärt. Und dann nehme ich ein Bild, ich mache jetzt das einmal kurz zum Verstehen, das ist übrigens kein Witz, das ist eine Tatsache. Und da ist eine super heiße Frau drauf in einem Wohnzimmer und er schaut natürlich, und wenn er dreckig auf ist, was er gesagt hat, ist das ein geiler Teppich. Es ist eine unschuldige Seele. Und er ist so. Aber du wirst auch noch älter, Heiner. Das ist also immer, dass ihr merkt, es gibt immer andere Lösungen. Aber niemals, wenn du nicht bereit bist, deine Logik zu erweitern. Und diese Erweiterung, solange du in dem Wahn lebst,
das mit Gewalt zu versuchen, dass einer gesund wird, indem er die Krankheit bekämpft. Du entheiligst dich immer. Du hast immer bloß diesen Wechsel. Wahrlich, ich sage dir, selig die, die jetzt krank sind, weil die gesund werden, da musst du gar nichts dazu machen. Und die, die gesund sind, die werden wieder krank. Und die, die zerbröseln, die werden heil. Die kommen wieder daher, wo sie herkommen. Die haben es geschafft. Das klingt jetzt so unheimlich hart. Und jetzt wirst du merken, in den heiligen Eigenschriften, die ja keine Ahnung haben, wird das genau erklärt. Auch in Einzelteilen, wobei natürlich die momentanen, die du dir ausdenkst, die in dir auftauchen, wenn du aufpasst, also keine Ahnung haben. Niemand hat weniger Ahnung von wirklicher wirklich der Physik wie irgendwelche Physik, unser Professor Lesch. Ich mache jetzt den nur als Stand, das ist ein ganz knuffiges Kerlchen. Das sind absolute Kindergarten-Vollpfosten, die rezitieren und sich unheimlich gescheit vorkommen. Übrigens auch mit jedem Wort sofort widerlegbar. Da gibt es nichts zu diskutieren, wenn ich dich auf die Fehler hinweise. Ich habe genügend in Videos, in allen Vorträgen habe ich ihn eingespielt. Das ist hier, oder der Gassner, der die Photonen zieht und dann die Marienerscheinung, habe ich das genannt in Erlingen. Ihr müsst euch die Physiognomie von dem Gesicht anschauen, wenn er auf dem Monitor klatscht. Das ist ein Photon im Flug. Stellt euch vor, wie weit die Technik schon gekommen ist. Wir können schon Photonen aufnehmen. Das sind Wahnsinnige. Was wird jetzt passieren, wenn du dieses Programm hast und der Oder taucht in dir auf? Da wirst du massiv reagieren. Darum muss das ja gar nicht sein, weil ich erzähle es ja bloß dem, der mich jetzt ausdenkt. Und ich sage immer wieder, du musst keine missionieren, da gibt es nichts, keine Gruppierung, den Weg muss man alleine gehen. Apropos, den Weg muss man alleine gehen. Machen wir mal einen Erleuchteten. So. Das ist die Weisheit, Leute. Hat irgendwer reingestellt in unseren Blog? Okay. Atma. Ich könnte jetzt das Wort aufhören, habt da viel Spaß dabei. Jenseits aller Konzepte, Atma, jenseits aller 19 Euro sofort lieferbar. Jetzt schauen wir doch mal, können wir kurz reinschauen. Kurze Leseprobe. Atma ist höchstes göttliches Bewusstsein und führt uns ohne Umwege zu Gott. Wer bereit ist für den direkten Pfad, wird jede Zeile dieses Buches als ein großes Geschenk und Segen erfahren. Lesen Sie hinein, wie es sich anspürt, ohne Umschweife die Treppen der Kenntnis emporzusteigen. Zuerst einmal, ein ausgedachtes Bewusstsein ist nie Bewusstsein, weil Bewusstsein etwas ist, was nicht in Erscheinung treten kann. Die müssen das jetzt rot machen, aber jetzt kommt es jenseits aller Konzepte. Das ist immer so, wie die Menschen, die erkannt haben, dass das Problem eigentlich das Denken ist, weil die Heiligkeit zerspringt in viele Einzelteile, sobald sie zu denken anfängt. Wobei immer dran denken, wenn du denkst, DN. Da unten, das müsst ihr wissen, die Tabelle, habe ich so oft gesagt. Es geht einzig, aber nur wenn du Interesse hast. Die muss außen FF drin sein über alle Zeichen. Pass auf. Das brauchen wir, das lassen wir weg. Okay. Das sind die eins, ob du die Ziffern oder die Zahlen nimmst, und die kann man immer rot und blau machen. Rot ist geistig und blau ist ausgedacht. Gibt es genügend Videos, was mir wichtig ist. Wir bleiben jetzt bloß direkt. Das heißt, das Dale, die 4, heißt rot gelesen, geschlossen. Im Meer, immer dran denken, El Hayom oder Al Hayom, ist Gott das Meer wörtlich übersetzt. Das ist die Bezeichnung für Gott und an der geistigen Oberfläche geöffnet. Weil das nämlich Dalet, die 4, die Öffnung ist. Darum heißt das Wort Dalet, das ist ja nur der Buchstaben Dalet, aber ich kann ja DLD Dalet hinschreiben, dann heißt es die Tür. Die kann offen und zu sein. Okay, und DR, die Öffnung einer Berechnung, das heißt auf Hebräisch Generation, wenn wir es eingeben. Und diese Öffnung der Generation, die geöffnet ist, ist in die Gedankenwelt. Alter Kinderkack, was mir wichtig ist jetzt ganz einfach, dieses DN, Vokal lassen wir außen, es sind nur Konsonanten, heißt das da mal beraten, richten, urteilen, verurteilen, schafft Sprachrecht, der Richter errichtete. Da kommt dann das Wort Dien her. Das Wort Dien. Kann man das lesen, Heiger? Hast du dich hingezoomt? Das müssen wir doch lesen können, oder? Sprich mit mir. Ja, gut. Ja. Ciao. Das ist jetzt das Gericht der Gesetzeslehrer, das Gesetz. Diese schwarzen Dinger findest du, je nachdem, in die Wörterbücher. Richte, schaffte, du, dien.
Da, wenn man geh hin hast, dann ist praktisch das Recht, das Gericht, der Gesetzeslehre ist der Geist und dann kriegst du das Wort Ding. Machen wir mal hier das Ding. Das ist jetzt natürlich, kommt aus dem Germanischen. So, und jetzt komischerweise ist es eine germanische Gerichtsversammlung. Sieht, das ist jetzt wieder zu Luthers Zeiten, hat man das noch Think genannt. Think. Dieses Think, wenn ich das Gehat spreche, denken. Das ist Urteilen. Das ist übrigens hier, schau her, germanisch, ist natürlich auch ganz interessant. Hier germanisch, da muss ich jetzt wissen, der Geist erweckt die Manie. Was ist ein manisch? Das ist Mahn heißt Urteilen und Isch heißt Gestaltwerdung. Ich muss die Einheit erst einmal auseinanderbrechen, dass ich eine Gedankenwelle kriege. Es ist schon ganz rudimentär Physik. Das ist dann natürlich dasselbe Wort, wenn du von Dingen und Sachen redest, geht es nicht um irgendwo ausgedachte Gegenstände, sondern um die Wurzel für diese ausgedachten Gegenstände. Das ist also diese Gerichts, das Urteilen und das Richten. Ich muss mich selber urteilen, darum nenne ich euch ein Indivisionalbewusstsein. Eine Division ist eine Teilung. Die beginnt in dem Moment, wo du zu denken anfängst. Ich weiß, das ist viel, wenn man die Grundlagen nicht hat, jetzt immer wieder. Aber ich kann nicht tausende Mal in den Vorträgen Sachen, dann schau einfach, lies Offenbarungen, hör die Kindergartenvorträge an. Gibt genügend Blind, stellt Fiegendall, erzähle ich fast immer am Anfang dasselbe. Was nötig ist, ist die Wiederholung. Das ist übrigens, die Sache ist nichts anderes. Wir können natürlich hier nicht näher bezeichnete Gegenstände, besonders der persönliche Besitz. Das ist jetzt nur im Plural übertragenerweise. Aber jetzt muss ich runterfahren zu der Etymologie. Gegenstand, Ding, Angelegenheit. Wir sind wieder im selben. Was wir übrigens, wenn wir das hebraisieren, dann machen wir hier ein S und ein Chat. Das ist Sach, He. Nur wirst du feststellen, dass das Sprechen, Reden, etwas aussprechen. Weil du musst, wenn du zum Denken anfängst, beginnt das Denken in deinem Kopf zuerst einmal, dass du Worte denkst. Ich wiederhole nochmal für euch, bitte geht den Gedankengang mit. Ihr müsst Selbstexperimente machen. Ich rede jetzt wieder vollkommen normal. Du hast nämlich zwei Arten von Darstellungen in deinem Bewusstsein. Und alles, was ich euch erzähle, findet es in keinem anderen Buch wie meinen. Ich blabber nicht nach. Wenn du mich irgendwas fragst, sage ich dir, welche Bücher, wo du dir den Schwamm vollgesogen hast, wenn das, was ich dir sage, ist auch aus dir, was an der Quelle, die du noch nicht kennst. Also gut, du setzt dich jetzt hin, du machst die Augen zu, im Fiegenstall habe ich gesagt, wenn ich sage, mach die Augen zu, denkt jetzt jeder an einen anderen Körper, jetzt denk, du sitzt bei dir daheim in der Küche und stehst vor dem Kühlschrank. Probier es aus, Martin. Dann wirst du feststellen, dass jetzt ich mir in jeden dieser Köpfe einen anderen Kühlschrank reindenke, außer es sind Ehepaare da, die schauen in denselben Kühlschrank an. Und wenn ich jetzt sage, und jetzt denk, du gehst ins Schlafzimmer, ins Wohnzimmer, jedes Wort, das ich spreche, wechselt dir das Bild aus und du meinst, du läufst durch deine Wohnung. Ich setze dich in Bewegung und wenn das jetzt auf deiner VR-Brille abläuft, dann meinst du, du bewegst dich durch einen Raum, obwohl das eigentlich, wie wenn ich mit der Kamera laufe und du sitzt da und wir laufen dann durch eine Wohnung, ich wechsle nur Bilder aus. Das ist genau jetzt das, wie es wirklich funktioniert. Darum geht es mir jetzt aber nicht, sondern ich will das Beispiel machen. Probier es abends daheim aus und du musst dich beobachten. Du musst der sein, der sich ausdenkt und sich dabei beobachtet, wie er funktioniert. Das ist der Sinn des Lebens. Und da ist die mittlerweile Wissenschaft, die hier das Gehirn mit Computern erforscht, so unendlich weit weg, weil die in eine Sackgasse reingefahren sind. Für die existiert kein Geist, kein Beobachter. Da gibt es ein Gehirn. Bewusstsein ist ein Produkt des Gehirns. Das heißt, letzten Endes den Architekten gibt es bloß, weil ihr Haus da ist. Das ist genau das. Das ist so, denkt, die Materialisten ist vollkommen umgedrehte Hönsches. Ich stamme von meiner Mutter ab. Nein, die stammt von dir ab, weil die in dem Moment in dir entsteht, wenn du an die denkst, an die Frau. Und das Ding, das du angeblich bist, das hat noch gar kein Ich. Das weiß noch gar nicht, was ein Ich ist. Das ist erst einmal der Gedanke von dir. Du darfst dich nicht mit einem Gedanken von dir verwechseln. Also gut, du setzt dich hin. Du schließt die Augen, müsst ihr jetzt nicht machen, hör zu und probiert's aus. Und dann sage ich, dann stellst du dir ganz bewusst ca. 25, 30 Gegenstände, ich mache jetzt Anführungszeichen, Dinge vor. Und zwar folgendes, du beobachtest dich dabei und jedes Mal, wenn dir jetzt ein Gegenstand einfällt, dann stellst du dir den für 2-3 Sekunden bildlich vor, ganz grob und dann denkst du an den nächsten,
an den nächsten Gegenstand, an den nächsten Gegenstand. Und ich mache ein kleines Beispiel. Wenn ich jetzt da sitze, dann fällt mir zum Beispiel als erstes, ich mache immer dieselben Beispiele, ich könnte die Normen austauschen, dass man irgendwann nochmal merkt, wie oft ich das schon wiederholt habe und du das noch nicht gecheckt hast. Du denkst jetzt mal, wie dir fällt als erstes Eiffelturm ein und dann stellst du dir den Eiffelturm vor. Schaut kurz zu mir vor, ich mache jetzt, was ich sehe, Eiffelturm, Eiffelturm. Als nächstes Apfel, Apfel. Birne. Und jetzt ist das, mache ich 30 Mal. Und beobachte dich dabei. Und das Erste, was ganz eigenartig ist, du wirst feststellen, du kannst dir nicht raussuchen, was du denkst. Du sitzt einfach bloß da und schaust, was in dir auftaucht. Mein Speisekartenbeispiel. Seit 20 Jahren versuche ich euch zu klären, wenn du das machst, das Erste, was du mitkriegst, dass du überhaupt dir nicht raussuchen kannst, in was für einer Wahnlüge du lebst, wenn du meinst, du könntest irgendwas bestimmen. Mein Speisekartenbeispiel. Meinst du, dass du irgendeinen Einfluss darauf hättest, dass du heute in dem Raum sitzt, als Brösel, der du zu sein glaubst? Kannst du total vergessen. Und von den Brösel, die jetzt da sitzen, wenn ich jetzt ein Zeitfenster aufspanne, das ist, wie gesagt, die große, fast die Hälfte über die Hälfte, selbst jetzt hier, welche, die seit 15 Jahren oder was wegfallen, tauchen wieder auf. Ich war vor 15 Jahren auf dem Vortrag, bin ein wenig eingeschlafen. So ist es weiter auf dem Film. Keine Schutzzuweisung. Das ist das Erste. Du kannst dir nicht raussuchen, wann du wach wirst, immer wieder dieselben Sätze. Plötzlich hast du das Gefühl, wach zu sein und da weißt du noch nicht mal, ob es hell oder dunkel ist, wenn du die Augen aufmachst. Dann ist natürlich, mit dem Moment ist ein Ich da. Okay, jetzt könnte ich das, wenn ich es genau mache, ohne Wörter aufzufangen, kann man mal 2 Stunden reden und du wirst dich wundern, wie viele Sachen da noch dir gar nicht auffallen, sobald ich sie anspreche, sagst du, stimmt, hast recht. Darum sage ich, ich bin in dir jetzt aufgetaucht. Das ist ja dein Wissen, das du vergessen hast. Früher habe ich immer wieder gesagt, wenn man sich ein bisschen mit Computer ausdenkt, ich bin die F1-Taste bei dir. Das ist die Hilfefunktion, dann machen wir mal weiter was. Wobei, es ist wie bei F1, ist es mit Udo genauso. Da steht dann zwar was drin, aber dann versteht man dann auch noch weniger wieder vor. Okay, aber jetzt komm nochmal dazu, dass du jetzt feststellen willst, du hast zwei Arten von Darstellungsmöglichkeiten in deinem Bewusstsein. Das eine ist die Gedankenwelt, die feinstoffliche Welt. Damit meine ich nicht nur Bilder, sondern auch Gefühle, Geschmäcker, bis hin zu einem Hauch von Zuneigung. Alles ist schon Information, wenn du irgendwie ein bisschen dich matt fühlst. Da ist ein Gefühl da. Das kann was ganz Feines sein. Ich nenne das feinstofflich. Das ist eine Information. Bis hin zu einem Schmerz, auch ein Gegenstand, ist natürlich eine sinnlich wahrgenommene Information. Wenn ich jetzt den Johannes anschaue, wenn ich durch die Augen vom Udo schaue, auf dieser VR-Brille, die aber genau genommen in seinem Kopf drin sind, weil wahrlich ich sage, ich bin jetzt in dir, kann nirgends anders sein. Ich habe gesagt, wenn ich wiederkomme, werde ich wiedergeboren in deinem Kopf. Das nehme ich mir so als ewig lebendes Wesen heraus. Was Ihnen jetzt wichtig ist, ich hole immer nicht aus, sondern ich will es genauer machen, obwohl das noch viel zu ungenau ist, dass dir auffallen muss, dass zuerst immer in dir ein Geräusch auftaucht, das ist, du denkst dir das Wort Eiffelturm. Und dann stellst du dir das bildlich vor. Und du musst dir jetzt bewusst machen, du alles jetzt ist, dass das nicht nacheinander kommt, sondern ich kann jetzt das Wort Eiffelturm auftauchen lassen auf dem Bildschirm und dann mache ich so das Bild. Dann tauscht es wieder aus, dann kommt das Wort, das heißt die Ursache, dieses im Anfang war das Wort, kriegt plötzlich eine vollkommen neue Dimension und darum haben auch die Mentorteilchen, drehen sich zweimal um die eigene Achse, das ist nämlich, es taucht das auf, das taucht das auf, du brauchst es nämlich die 4 Phasen im Einheitskreis. Die Physik ist auch extrem wichtig, aber nicht so, wie es die Physiker erklären, wir lassen nur die Formeln gleich. Das heißt, du hast das Bild, du hast das Geräusch, ich mache es mal so, Geräusch, das ist da und jetzt legt sich über das Geräusch das Eiffelturm, das Bild, gedachterweise ein Gedankenbild und in dem Moment, wenn du jetzt wieder grübelst mit deiner Logik, wirst du dir sagen, das Wort war vorher da. Das ist nur der Hintergrund zu dem Bild. Ich hoffe, es ist einigermaßen verständlich. Jetzt brauchen wir aber Spiegelung dazu. Weil wenn wir Spiegelung machen, muss immer zu einer Projektion. Das, was du da siehst, muss da drin sein. Das ist wie Diapositiv und Bianegativ. Gehe ich nicht ins Detail, steht in der Tabelle, wenn man tiefer geht, weil die Worte, wenn man iteriert, kriegst du die kompletten Geschichten.
Jedes Wort ist mit der Vatersprache selbst erklären, du brauchst kein Lexikon mehr. Das ist der Trick, den ich mache. Jetzt habe ich aber nochmal was, das nenne ich die Fahrbrille. Das symbolisiert deine sinnlich wahrgenommenen Informationen, wo du meinst, das kommt von außen. Wenn man einmal eine Fahrbrille aufgehabt hat, sieht man das anders. Ne, Marion? Das flasht dich total, selbst bei einer primitiven Form. Das ist wirklich, sag mal, weil du verlierst sofort, da bist du sofort in einem anderen Raum. Und die anderen stehen daneben. Ich weiß nur hier bei der Diana, die hat Höhenangst. Das ist wie wenn ich jetzt sage, ich mache da, die steht einfach, sie setzt die Brille. Und so. Und normal steht sie, normal, da war nichts, weil es extrem runtergegangen ist. Du schaltest sofort weg. Du fällst in diese Illusion rein. Und es ist jetzt nicht, dass die Wissenschaft so weit ist, dass die das mittlerweile machen können, weil die glauben ja, dass die alles, was da außen ist, wir Wissenschaftler sind mittlerweile so weit, dass wir wissen, wie das da außen funktioniert. Und du musst es um 180 Grad drehen. Es klingelt dein Telefon nicht, weil da außen einer ist, der dich anruft und dann dein Handy klingelt oder dein Telefon klingelt, sondern weil es in deinem Kopf ein Klingelgeräusch auftaucht. Wandelt sich das Klingelgeräusch, denk wieder an den Rasenmäher, an die Vögel, an den Gedanken um, Telefon, und dann der nächste Gedanken, wer ruft mich jetzt an? Und du bist felsenfest davon überzeugt, dass der, den du dann als drittes denkst, angeblich dafür verantwortlich ist, weil der ja auch dann da außen ist, wenn du nicht an ihn denkst, dass dein Handy klingelt. Aber in Wirklichkeit ist es auch so, weil das Geräusch in dir aufgetaucht ist, denkst du dir, jetzt hast du mal das Telefon aus. Der Materialist erklärt dir, weil du ein Telefon auch dann da ist, wenn ich es nicht denke. Und da einer anruft, der auch da ist, wenn ich ihn nicht denke, höre ich bei mir es klingeln, weil ja da von außen Schallwellen reingehen in mein Ohr. Das ist alles unheimlich logisch. Ich sage, zeig es mir. Es sind logische Konstrukte, die sich nur einer denken kann, der so programmiert ist. Es ist übrigens nichts verkehrt gelaufen. Ich habe ja einen Spaßfilm gemacht. Das ist der Führerscheinprüfungsbogen. Du wirst dich wundern, wenn du es wirklich einmal durchschaust, wie viel Freude du empfindest. Nicht, es ist so, wie wenn du einen Führerscheinprüfungsbogen kriegst und du siehst sofort die Fehler an der Prüfung. Stimmt oder stimmt? Was macht deine, sofort jeden Fehler, den du siehst, ist eine Riesenfreude. Was macht deine materialistische Logik? Jetzt in Bezug auf die Fehler in deiner Welt, die ich euch jetzt vor Augen führe, du legst dich gnadenlos drüber auf, wie blöd sind denn die? Wenn deine Logik sagt, das ist falsch. Okay, wir haben eine VR-Brille und das Eigenartige ist, dass es genau gespiegelt umgekehrt. Ich schau mal, was jetzt auf meiner VR-Brille ist. Ich sehe was und das nenne ich jetzt Thomas. Dann schaue ich, dann sage ich Flipchart, Kästen. Ich kann Kästen sagen, aber eigentlich mache ich das ja nie. Ich gehe spazieren und ich sehe Bilder, B-I-L-E-T-R im Kind erweckt. Und wenn ich will, kann ich diesen Bildern einen Namen geben. Wie war das gerade noch im Kopf? Wenn ich mir jetzt nur im Bereich des Denkens bin, ist die meiste Zeit nur das Wort da, nicht einmal als Bild, sondern nur als Geräusch. Und es ist, ich mache mir gar nicht die Arbeit, ein Bild rauszumachen, was übrigens schwerlich geht, wenn ich jetzt Holger sage, dann sind einige, die haben einen Holger, aber ein anderes Programm macht einen komplett anderen Holger draus. Darum sage ich, die Geräusche, die du jetzt hörst, was du für Vorstellungen kriegst, steht und fällt zuerst einmal mit dem Analyse- und Interpretationsprogramm mit deinem blauen Ich. Das wird sehr logisch mittlerweile, ne? Hat man Rainer auch weggeflasht. Extrem. Muss man bloß oft genug hören. Geht's mittlerweile übrigens sehr gut, der ist, bin ich. Da kommt dann die Neugier, da wollen wir noch ein bisschen arbeiten dran, dass man da reinschaut. Die Freuden und die Gefühle, die noch auf euch zukommen, könnt ihr euch nicht vorstellen. Aber auch eventuell das Leid, wenn ihr ein hartnäckiges Ego habt. Der steuert aber nicht irgendein strafender Gott. Ich habe mir sehr viel Gedanken über einen sehr langen Äonenzeitraum gemacht, wie man gerecht sein kann. Und die Gerechtigkeit besteht darin, dass jeder seines eigenen Glückes Schmied ist und seiner eigenen Hölle Teufel. Ich mache dich zum Richter über alles und jeden und verstreck deine Richtersprüche an dem, der du zu sein glaubst in deinem Traum. Damit hast du es selbst in der Hand. Und dann heißt es irgendwann, wenn du dich an einen Stein stößt in meinen Ohrenbohrungen, du bist ein Blinder oder noch zu klein, dann hast du ein bisschen einen Schmerz, aber dann kommt die Papa gleich und sagt, Busti, 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 und dann ist es weg. Wenn ich mir aber den Arsch aufreiße und dir erkläre, was es eigentlich geht, und du haust dich dann trotzdem an, dann hast du nicht aufgepasst.
dann war dir das offensichtlich, hast du gemeint, es ist nichts wert, was ich dir jetzt gebe. Es gibt nichts, wie hat der Rainer mal gesagt, es gibt nichts Wichtigeres, wie diesem Mann zuzuhören. Wenn ich in der Lage bin, den eine Stunde zuzuhören, lasse ich alles stehen und liegen, selbst wenn ich eine Vorlesung halte an der Uni, gehe ich raus und gehe dahin. Der hat es gecheckt. Obwohl das eigentlich alles Kinderkram ist, was ich euch erzähle. Wird immer rarer, weil mich die Masse nicht interessiert. Sind wir, Helga hat halt wieder mal gebettelt, ob ich nicht wieder mal einen Vortrag mache. Sag ich, okay, sag mal, wenn ich da sein soll, dann quatsche ich die zu, bis in der Blut aus den Ohren rausläuft. Ihr merkt, dass da genau die Spiegelung da ist. Bilder auf der VR-Brille, wo ich einen Namen machen kann, wenn ich will, der natürlich im Hintergrund installiert ist, rot geschrieben da ist. Die eine Seite, die andere Seite, Worte, wo ich ein Bild draus machen kann. Jetzt wirst du aber natürlich merken, dass das Spiel viel komplizierter wird, wenn wir genau werden. Und das ist jetzt das, wo ich sage, bisher habe ich meistens immer nur was kurz angerissen. Der Dreh-Spiegel, dass ihr das Grundprinzip versteht. Wenn man jetzt wirklich genauer wird oder gerade bei physikalischen Formeln, ist natürlich die Schwierigkeit, dass ich jetzt das da mal wieder Kiste habe. Und jetzt muss ich, wenn ich dir einen Fehler in einem Physikbuch erkläre, wo der Fehler zum Beispiel in der und der Form ist, die Formel selber ist ja richtig, ich meine im Erklärungsmodell. Man denke bei der Definition des Meters, wo viele schon gehört haben. Diese wissenschaftliche Definition des Meters, noch schlimmer bei Einstein hier, die Lorentz-Transformation. Da ist euer großes Problem die Mathematik. Immer wieder dran denken, Mathematik, das Wort Mathematik hat nicht das Geringste mit Rechnen zu tun. Die zwei griechischen Wörter, griechisch, altgriechische Wörter, Mathematik, Mathe heißt das gelernte Wissen und Madik, Madikus heißt Dummkopf, Dor, Blödmann, Schwachkopf. Das heißt, jeder von euch ist ein Mathematiker. Es ist ein Dummkopf, ein Blödmann, ein Unbewusstsein, das nur auf den Gleisen seiner anderen erzogenen, seines gelernten Wissens, das ist Mathe, zu denken vermag. Und jetzt werdet ihr euch wundern, wie viele Mathematikprofessoren euch permanent das im Kontext mit Rechnen stellen. Das ist die Arithmetik. Arithmetik, Arithmus ist die Zahlen- und Rechenkunde. Die Mathematik ist ein Überbegriff. Wir gehen in die Wahrnehmungswissenschaften, da wirst du merken, dann kannst du Vorlesungen, das machen wir morgen, da geht es dann über deduktive und induktive Wissensvermehrung. Wenn wir uns anschauen, wie sind wir in der Zeit, was haben wir heute noch? Deduktion und Induktion. Wir haben, wenn ich jetzt, aber ich will jetzt die Lügen noch machen. Das sehen wir uns morgen auf. Ich sage bloß vorneweg, wenn wir jetzt bei Wikipedia, ich mache jetzt Wiki, jetzt können wir natürlich wieder diskutieren, stimmt das oder stimmt das nicht, wo kommt das her, wo es herkommt, ist mittlerweile eh klar. Dass wenn du jetzt Deduktion, Induktion und Empirie eingibst, bei Wikipedia nebeneinander hinstellst und du schaltest um, dann ist auf allen drei Wörtern ist dieselbe kleine Zeichnung oben in der Ecke, da steht Theorie, dann geht ein Pfeil nach unten, da steht Deduktion, dann steht unten Empirie und dann geht ein Pfeil nach oben und da steht Induktion. Und da werden jetzt die Professoren plappern daher ohne Ende und du wirst so feststellen, ich sage mittlerweile jetzt von einigen Bröseln, die das schon länger machen, die sagen, der Redo sagt, ich kann keine zwei Minuten mehr reinhören, dann muss ich wegzappen, weil es mir körperlich wehtut. Und das ist kein Größenwahn, der ist bloß wach. Das sind so viele Fehler, dass es immer wieder diese Kausalschleifen, da kann man in die Esoterik gehen oder in die Wissenschaft hier, Autopoesie, Valero, Maro oder wie sie alle heißen, das merken es nicht würdig. Riesenschriften, extrem inspirierend, aber alles immer in der Grundlage, es ist dieses Problem der Außenwelt. Selbst idealistische Philosophen sagen, das löst aber nicht unser Problem der Außenwelt. Ich sage halt einfach das zweite Gebot, mach dir kein Bild von was da außen. Die Bilder, die Bilder im Kinderweg sind in dir drin, wenn du träumender Geist bist und du darfst dir was ausdenken, das verbietet dir ja keiner auf die Freiheit. Du musst bloß klar sein, wenn ich mir jetzt ein grünes Mastmännchen auf dem Mast denke, dass das grüne Mastmännchen hundertprozentig nicht da oben an dem Mast ist, den ich mir jetzt auch ausdenke. Die sind hier und jetzt in meinem Kopf. Und jetzt ist natürlich problematisch, dass du plötzlich entscheidest, mein Bezi. Ich sag, Bezi, denk an Schneewittchen. Bild. Glaubst du, dass die jetzt da außen rumläuft? Nee, das ist eine Märchenfigur. Wisch und weg. Jetzt denk an die Esther. Das ist seine Tochter. Sieht übrigens aus wie ein Schneewittchen. Können wir einen Film davon machen? Glaubst du, dass die jetzt da außen rumläuft? Ja, Freilich ist im Kindergarten. Das ist unheimlich logisch. Und jetzt kommt die Schwierigkeit. In dem Moment, wo er an seine Esther denkt, die nur dann existiert, hier und jetzt in dem Kopf, erster Wort in der Bibel, Bereshit.
Ich zeige euch das, ich habe es euch so oft gezeigt. Dieses erste Wort, das mit im Anfang übersetzt wird, was auch übrigens im Anfang heißt, dasselbe Wort heißt aber auch, inmitten dieses Kopfes wird etwas aufgebaut, etwas hingestellt und erschaffen. Korrektes, absolut korrektes Hebräisch. Kann ich euch zeigen von der Itzhak Luria Akademie in Rotterdam, die komplettes System nach Holofilling umgestellt haben, was jetzt diese Auffächerungen anbelangt. Aber natürlich auch nur Kabbalisten, die wollen natürlich nichts mit Sanskrit zu tun haben. Aber das ist einmal wieder ganz andere Sachen. Es sind halt Teilbereiche. Was jetzt wichtig ist, dass ich dann zu ihm sage, pass auf, wir halten es erst einmal fest. Deine Esther existiert, ist nur dann da, geöffnete Schöpfung, wenn du sie denkst, dann ist sie in deinem Kopf feinstofflich. Wenn du sie nicht mehr denkst, dann fällt sie wieder rein, dann ist sie auch noch da. Das ist wie, dieses Bild ist jetzt da, blau geschrieben. Wenn ich jetzt umschalte, du, ist es weg. Dann ist es aber immer noch da, weil wir das ja gar nicht rausgeholt haben aus der Datei. Wenn du jetzt glaubst und du schaust jetzt mal in deine Datei rein, in deine Glaubensdatei, dieser Glaube bestimmt nämlich alles bis hin zur Materialisierung der Welt, die du dir dingst auf der Fahrbrille. Du kannst eine Welt erschaffen, wo du wirklich übers Wasser laufen kannst. Es ist wirklich hundertprozentig möglich. Der Witz ist bloß, wenn du dieses Programm hast, fällt dir das überhaupt nicht auf, weil das dann von dem Programm aus gesehen vollkommen normal ist. Wenn wir, Martin, bloß, wenn wir, wie du das erste Mal bei mir im Tonstudio warst, wenn wir da schon ein Smartphone gehabt hätten mit Spracheingabe, das wäre aus einer anderen Welt gewesen. Und es ist mittlerweile anderes Programm, ein Accessoire im Schulranzen einer Zehnjährigen. Für mich war der erste Taschenrechner Weltwunder, weil ich, wie ich in die Berufsschule gegangen bin, habe ich noch einen Rechenschieber gebraucht. Als Brüssel-Udo-Leben jetzt. Okay, das tauscht sich, alle Wahrheiten von heute sind die Dummheiten, wo man morgen drüber lächelt. Wenn ich jetzt bete, wenn ich jetzt sage, schau in dein Glaubensprogramm rein und jetzt frag dich einfach mal selbst ehrlich, ich kann ja schauen, was ich glaube. Glaubst du, dass deine Esther auch dann da außen rumläuft, wenn du nicht an sie denkst? Die Frage kannst du dir selber beantworten. Natürlich. Also zwangsläufig glaubst du, dass die, wenn du nicht an sie denkst, dass die dann was erlebt. Okay. Gut, dann sage ich dir, wenn ich die Esther wieder in dir auftauchen lasse, werde ich dich zulabern und werde dir erzählen, was ihr alles erlebt habt. Nicht, weil dieser Gedanke selbst als Ding an sich was erlebt hätte, sondern weil du das schon erschaffst, weil das dein Glaubensprogramm dir vorschreibt. Wir machen hier keine Esoterik, keine Religion und schon gar keine vollkommen geistlos materialistische Naturwissenschaft. Wir beobachten das, was in uns passiert, hier und jetzt sofort überprüfbar. Ich bin der Erste. Und das kann man ewig fortführen. Das, was ich euch zeige, ist wirklich eine Vereinfachung von einer Einheit. Nochmal dran denken, extrem komplexer Computer arbeitet, versucht Dateien einen Vierjährigen zu übermitteln. Ich muss ihn den momentanen Verstandesbereich von euch reichformen. Und dann ist bei der Reifung, mir fällt gerade mein Thomas, wie der vor, wann bist du, knapp 20 Jahre, das erste Mal bei mir warst, da wollte eine Lehre, war er zuerst bei den Rosenkreuzer begeistert, wollte er Schule aufmachen. Was wusstest du vor 20 Jahren? Da lächelst du heute drüber. Aber vor 20 Jahren, wenn jetzt ein älterer Kummer wäre, gesagt, du hast keine Ahnung. Man weiß ja, was man weiß, ne? Man ist ja wer. Das ist die Schwierigkeit dabei. So, jetzt hoffen wir mal, dass wir da jetzt gleich, den wollen wir noch kurz, jeden merkt, ist ein Wort und dann glitscht es auseinander. Aber was ich ganz toll finde, kommt jetzt. Jenseits des Weges existiert Gott. Ein Widerspruch in sich selber. Gott kann nicht existieren, weil er alles ist. Und wenn er existiert, dann ist er schon wieder eine Facette von sich selbst. Existiere heißt heraustreten. Wie sieht eigentlich die Welle aus, die aussieht, wenn er wie ein Meer, wenn das Meer diese Welle aufschmeißt? Und dieser Gott existiert, also merke ich, der was schon mal nicht, was existieren heißt. Jede Beschreibung von Gott ist ein absoluter Blödsinn, weil ich mache den zu einer Welle. El Hayom. Es kann verstanden werden, aber nur von einem Geist. Und darum ist ganz wichtig, du, der du mich jetzt ausdenkst, bist dein ewiger Geist. Und du bist nicht vernichtbar, weil du schon nichts bist, rot geschrieben. Das ist hundertprozentig sicher, ob du es glaubst oder nicht, lege ich überhaupt keinen Wert drauf. Weil Glauben heißt ein Fürwahrhalten und natürlich dann das schöne AOB. Wir haben zuerst einmal, wir können das Rot und Blau lesen, das muss ich jetzt kurz nur machen. Ihr wisst, ich habe es tausendmal gehört, GL. Das ist der Buchstabe G.
Unten schauen kann auch ein C sein, ABC, das ist im Hebräischen das G und L. Wir machen nur die Konsonanten und da kommt jetzt Grabel, was jetzt ganz wichtig ist. Dieses Gal, das ist das hebräische Wort für Welle. Aber da ist immer ein doppelt aufgespannte Elle, heißt was Hochgehobenes, das auseinandergeschmissen wird, da steckt das hebräische Wort Joch drin, wenn wir es wieder hebräisieren. Und dann hast du es auch eine Haufe. Wir wissen das schlichtweg. Wichtig, das musst du dir nicht merken, der Trick liegt in der kleinen Tabelle. Darum sage ich, diese zwei lächerliche 22 Zeichen, ich blätter in meinem Buch zurück auf die Seite, was weiß ich, Volksschule, Seite 9 oder was. Und da musste ich hier Kirchenlieder auswendig lernen. Ein Kirchenlied auswendig zu lernen, ein ganz normales Kirchenlied, macht wesentlich mehr Arbeit, wie diese kleine Tabelle zu lernen. Also das ist kein Monsterwerk. Aber es geht jetzt nur, dass man wirklich schlafwandrisch Zahl- und Symbolbedeutung in Rot und Blau versteht. Und da ist ganz einfach, das G ist der Geist, da merkst du dir das G. Und wenn ich es blau mache, ist es ein ausgedachter Geist. Das ist natürlich ein Blödsinn, weil ausgedacht, Geist kann man sich nicht ausdenken, Geist kann man nicht besitzen. Geist ist der Besitzer. Geist ist das Bewusstsein. Wir haben doch gesagt, der Besitzer von etwas ist was anderes wie das, was er besitzt. Das heißt, eine Welle ist niemals ein Meer, sondern es ist diese oberflächliche Teilung von dem, dem das passiert. Und dann doch wieder irgendwie. Aber jetzt kommt die Sache, wie wenn ich sage, wenn ich meine Hände anschaue, kann ich nicht sagen, ich bin diese Hände. Ich will aber nicht sagen, die bin ich nicht. Das sind Teile von mir. Okay? Und blau ist es Gehirn. Wir können das auch Verstand und Intellekt, wo ja die Wissenschaft dann sagt, das Gehirn ist der Geist. Zumindest in irgendeiner Art und Weise. Das ist ja Blödsinn. Das ist eigentlich eine gedachte Form von dem Geist. Und das L machen wir einfach das Licht. Und da haben wir jetzt zwei Sachen, nämlich zwei Lichter. Jetzt springe ich schon wieder in was rein. Das ist nämlich der Grund, wieso hier zum Beispiel wir in dem Schöpfungssatz und Gott ist Licht und er ist Licht. Und jetzt zeige ich euch das einmal zahlentechnisch. Passt doch mal auf. Ist mir da wieder das hersungen? Das habe ich nämlich hier unten dran. Schaut, das sind jetzt dieses Ding, wo man auch ewig reden könnte, wenn man jedes dieser kleinen Worte gibt, ein 400-Seiten-Buch. Wenn ihr neugierig seid, langweilt, ich verspreche, ihr langweilt euch keine Minute, wenn ihr die Gedanken mitgeht, ihr werdet nur staunen, wie sich das eine in das andere fügt. Das prophezeie ich jetzt, müssen wir nicht machen, seid ihr noch zu klein dazu, kann man aber machen, sind mit Sicherheit einige dort, die aus dem FF können, wenn sie mitgehen wollen. Was jetzt hier ist, das, den Satz kennt jeder, da muss ich eine Bibel fest sein und Gott sprach, da steht hier UB, El Hayom, und es sprach El Hayom. Und da kommt dies, wird ja von rechts nach links gelesen. Und das ist dieser Satz, das habe ich jetzt extra farbig, was es ist. Es wird Licht und es wird Licht. Da steht natürlich in der Übersetzung, und Gott sprach, es ist Licht und es war Licht. Der macht schon wieder eine Vergangenheit. Es geht aber hier um das rote und das blaue Licht. Ich spare mir jetzt das, euch genauer zu erklären. Es ist Licht und es ist Licht. Das heißt, es wird nur zweimal, der Vergangenheit gibt es im alten Hebräisch nicht. Die zwei L sind sehr wichtig. Das habe ich nämlich zum Wort, wenn wir sagen All. Oder das, was, ja, danke. Nützt was, kann man das Licht so lassen? Passt du mal auf. Passt auf. Wenn ich jetzt zum Beispiel das I, das J, rot, ist der kleine Gott in der Tabelle, wenn du schaust, J ist der kleine Gott. Okay, wenn ich jetzt diesen kleinen Gott nehme, es heißt ja, Gott sprach, es ist Licht und es ist Licht, habe ich hier I, der kleine Gott, wird zu zwei Lichter. Das ist die Zahl 30 und die Zahl 30. Dann kommt das Zeichen Waff, als U heißt und. Waff, das ist immer im Hebräischen, ist dieses eine Zeichen wie das deutsche Wort und. Ich nenne das die Verbindung. Das heißt, Licht und Licht, Waff, verbindet sich. Ich mache jetzt da hier, das ist das U und da kommt das S, Illusion. Das heißt, die zwei Lichter verbinden sich zu einer aufgespannten Raumzeit. Das ist jetzt das Licht, wo du nicht siehst, das ist die Quelle und das Licht, wo du siehst, das ist aber nur die Spiegelung von dem Licht, das du nicht siehst. Dasselbe hast du übrigens den Gotthammer gehabt. Wenn du ein T, 2D draus machst, du machst das Pi, dann ist es das NP, dann wird die 2400 zu 800.
Ich kann euch das durchspielen, wenn ich jetzt zum Beispiel was, dass das Gimmel ist ja die 3. Die 3, 3 hast du auf Hebräisch Spiegel, das heißt, hast du mal geöffneter Spiegel, das D ist die 3. Jetzt muss ich aber wissen, dass das D, das Dalet, wenn ich ins Griechische reinspringe, das Delta wird, okay, DL, da, dann muss ich wissen, das ist die Öffnung von Gott und DA, die erscheinende Schöpfung, das ist das hebräische Wort für einen Wachraum. Das ist der Traum. Wenn du das jetzt mit Tausenden von Worten merkst, dass da wirklich in der Iteration ein kompletter Erklärungsmodell, viel mehr wie in Wikipedia drin steht, wenn du das nur die Zeichen iterierst, das ist die Vordersprache. Mit einer unendlichen Präzision, selbst auf der Zahlenebene. Ich bringe Beispiele, dass die physikalischen Formeln, wo ich nur die Kreisformel nehme, und ich bin du schon, dass die Kreisformel, ich in diese offiziellen Formelzeichen, die in den Physikbüchern drin stehen, dass ich hier die hebräischen Ziffern, Zahlenwerte einsetze, und du kannst das komplett durchrechnen, das stimmt. Und dann wirst du schon irgendwann nochmal wieder zum Zweifeln anfangen, ob das irgendwie im Laufe der Jahrmilliarden entstanden ist. Und dann kann dann mal einen Guru anschauen, den Satguru, der öfters reingestellt wird von der Kerstin, und du wirst merken, das ist ganz lieb, was er sagt. Aber sowas von raumzeitlichem Geschwätz, das dich nicht weiterbringt. Das ist so einmal so wie eine Schmerztablette. Das berühmte Ding, ihr stellt das Problem nicht ab. Das Problem ist euer Grundglaube. Diese Petitio Principi, ich bin ein sterbliches Säugetier, das auf einer Kugellicht befindet, die sich um die Sonne herumdreht. Dieses Weltbild ist die Falle. Wenn ihr eine neue Zukunft haben wollt, gibt es bloß einen Trick, ihr müsst die Vergangenheit verändern. Das ist der Trick, Martin. Jetzt ist aber natürlich, wird deine Logik sofort sagen, was für ein Blödsinn, ich kann doch nicht das verändern, was schon war. Du musst erst begreifen, dass in der Vergangenheit nie was war. Ich verweise wieder auf die Johannes-Offenbarung, auf die absolute Apokalypse, das ist die Enthüllung, für das andere Wort ins Gegenteil, das heißt, die Kühle wird aufgehoben. Das nennt sich dann übrigens Blut, weil nämlich Lot heißt in einer Hülle stecken. Das ist der, der aus Sodom und Gomorra rauskommt. Die Frau kann nicht loslassen. Das ist die Logik, die dreht sich rum und erstattet so eine Salzsäure. Und da geht vorne weg in dieser Prophezeiung, heißt es hier, du wirst doch nicht alle umbringen, bloß weil da ein paar böse Menschen sind. Ich sage, deine Menschen alle durch die Bank sind voll Deppen. Es sind einfach nur Gedanken von dir. Und wenn du denn eine Riesengeistigkeit und Intelligenz, der Udo hat ja so viel Geist. Geist kann man nicht besitzen. Du bist mein Geist. Ich bin bloß eine Form von dir. Nochmal, ich bin nicht in dir aufgetaucht als Brüssel Udo, um dir zu erklären, wie genial dieser Udo ist. Mach dir mal Gedanken, wie genial derjenige sein muss, der sich diesen genialen Udo ausdenkt. Alles, was ich jetzt so großsprecher ist, was der Udo alles weiß, was er dir vorführen kann, das ist dein Wissen, vorausgesetzt du denkst mich aus. Und das meine ich vollkommen ernst. Und jetzt wieder auf der Brösel-Ebene, jeder, der den Udo 20 Jahre kennt, ich bin sowas für einfach und normal, ich würde mich nie über einen anderen erheben. Das ist das Lamm, das zu euch sagt, stille stehen wir die Zeit. Es gibt noch ein Hier und Jetzt. Und das Erste, der erste Himmel und die erste Erde, das steht in der Übersetzung drin. Und ich mache jetzt eine Klammer, die du, Depp, dir bisher ausgedacht hast, die ist nicht da außen. Die werden vergehen. Und der Menschensohn, der mit einem Bein im Meer immer ist und mit einem anderen Bein auf dem Land steht, der macht alles vollkommen neu. Eine neue Logik ist wie ein neues Leben. Ein neues Programm macht neue Bilder. Aber ich spiele dir das neue Programm erst auf, wenn du das alte opferst. Und dann kriegst du eine neue Welt. Und darum ist dann ja auch die Welt. Schauen wir mal. Haben wir so oft schon gehabt? So. Schau, wir machen jetzt einmal ein W. Immer schau, wenn der unten hinfährt, sieht er diese Buchstaben, wenn man sieht. Aber das sollte man kennen. W, und dann machen wir ELD. Da steht jetzt eigentlich WILD. So kann ich die Buchstaben setzen. Und dann wirst du jetzt erst einmal feststellen, das heißt das Brandopfer. Interessant, da steht schon der polare Rand. Nochmal BR heißt jetzt das Äußere, AND erst auf- und abschwingen. Das kann ich eingeben. Übrigens, diese Wörter, die ich euch jetzt sage, sind die Übersetzungen im Langenscheid. Hebräisch-Deutsch. Zufall? Sollte euch noch auffallen, dass der Schöpfer, wenn du die Bündchen wegmachst, über dem O zwei Bündchen drüber, dass da Opfer steht. Das ist hier immer von Schöpfen. Der schöpft aus sich heraus. Das Wort Schöpfen im Hebräischen
Bara ausgesprochen, B-A geschrieben. Das sind die ersten drei Buchstaben übrigens in der Bibel. Damit beginnt die Dora, die Denach. Das steht in jedem guten Wörterbuch drin. Das bezieht sich nur auf Schöpfungen von Gott selbst. Wenn Menschen was erschaffen, der Adam, da gibt es andere Wörter dafür. Und da ist natürlich so, dass dann hier du endlich merkst, wie unendlich fehlerhaft diese Sachen übersetzt sind. Nicht falsch. Erinnert euch, du wirst von mir nie hören, dass irgendwas, was einer behauptet, nicht stimmt. Ich habe gesagt, fehlerhaft. Das heißt, um vollkommen zu sein, ist auch richtig, aber nur ein bisschen. Das ist ungefähr so, wie wenn einer sagt, der Auto ist ein Benzinschlauch. Und andere behauptet, nein, ein Auto ist eine Zündkerze. Die berühmte Geschichte mit den Elefanten, das sind so mystische Weisheiten, die fünf Blinden, die auf einen Elefanten treffen. Ich hoffe, ihr kennt das. Und das Haft ist natürlich immer wieder wie, die Welt ist das, was der Fall ist. Ich habe gerade gesagt, Fall kommt vom Faller. Dieses Brandopfer ist der Betrug. Aber ihr betrügt euch doch laufend selber, indem ihr euch permanent einredet. Was redet ihr euch laufend ein? Was ihr schon wieder vergessen habt? Das Geld ist eine Sau. Das erhält euch nicht am Leben. Das Erste, was ihr begreifen müsst, das, was euch am Leben erhält, wenn ich jetzt den Martin wieder nehme, das ist jetzt Spezialwissen für ihn und dann wieder keins, die erste Erkenntnis, wie ich wirklich erkannt habe, dass die Physikbücher so voller Fehler sind, was meine Idole waren, wo ich sage, es ist alles anders, wo mir dann bewusst worden ist, das, was mich am Leben erhält, ist das, was mich jeden Morgen als Udo wach werden lässt. Und er lässt mich wach werden, ohne dass ich in irgendeiner Form was dazu tun kann und er schaltet mich abends wieder aus. Versuche mal zu beobachten, wie das ist, wenn man einschläft. Das ist übrigens auch eine Sache. Das geht weit über die normalen Meditationen hinaus. Es ist vollkommen richtig, wenn du ein Eckhart Tolle oder so hörst, die Sachen sind alle richtig, denn dir fällt der Doppelschritt. Es ist nämlich immer, dass die nicht begriffen haben, dass da immer noch mal einer drüber ist. Ein Denker denkt sich was aus. Da ist logisch, dass das, was er sich ausdenkt, deshalb ist, weil er es denkt. Wir haben ein Subjekt und ein Objekt. Ich könnte sagen, das Meer schmeißt Gedankenwellen auf. Denk an das hier. Das Meer ist immer und die Wellen sind ständig im Wechsel. Das Meer bleibt immer dasselbe wie er. Ich könnte sagen, das Meer ist ewig und die Wellen sind Veränderung. Es ist aber eine Polarität, es ist eine Affinität. Damit mache ich das Meer zum Subjekt und das Aufgeschmissene zu den Objekten. Was ich jetzt nur begreifen muss, das ist übrigens schon alte Sache, das hat Hegel schon gewusst, ganz nebenbei HGL heißt die Welle, die klassische Triadenlehre. These, Antithese benötigt eine Synthese und diese Synthese, die ich mir jetzt denke, ist auf einer anderen Ebene, ist wieder eine These, wo nochmal eine Antithese dazugehört, ist wieder eine Synthese und dann kriegst du dieses berühmte Hegelzeug. Gut, alter Freund von mir. Wenn wir immer im Bamberg im Schlenkerler waren, das weiß ich noch. Das ist also solche Sachen, dass man hier, das Wissen ist da, aber es ist verstreut und scheint sich zu widersprechen und dann wird diskutiert. Ich diskutiere nicht, ich füge das zusammen in einen Monolog. Jetzt musst du bloß ich werden. Und das ist so, die Kleinigkeiten, was ich jetzt, wenn ich das sehe, jede Kleinigkeit, wo ich anschaue, ist ein 400-Seiten-Buch mindestens da. Schau, nur das Gimmel, wenn ich reingehe, das ist die Einstein-Formel. Ich habe gesagt, das rote G steht für Geist. Auch übrigens in Zahlen, du kannst das rechnen. Konsonante Radix GML fällt im ersten Moment eine nicht auf. So, das ist jetzt das hebräische Wort für Kamel, das sagt uns jetzt natürlich wieder gar nichts, mir schon. Kameltreiber, Kamel, es heißt andun, entwöhnen, erweisen, reif werden, reif werden, eine Facette im Spiegel werden, vergelten vor ihm. Könnte ich euch alles schön erklären, Redo brauche ich es nicht erklären, der Diana, die wissen es und noch etliche andere, die hier sind. Was mir wichtig ist, sind die Buchstaben. G haben wir gesagt, da unten, das ist Geist. Dann haben wir ML, das ist jetzt rot geschrieben. Und das müssen wir blau machen. Schau, ich mache jetzt den Geist. Der ist Plus, ist die Verbindende. Und die anderen zwei, die kannst du individuell machen. Das ist wie wenn du in Formeln jonglierst. Und die anderen zwei, M ist jetzt dessen Gestaltwerdung. Ich sage immer, M setzt du Gestaltwerdung in blau. Das heißt, die Wassergedankenwellen. Und dann das L-Blau ist das physikalische Licht, das zweite Licht. Es ist Licht und es ist Licht. Wir können natürlich da jetzt eine Sonne noch machen. Wenn eine Landschaft ist, dann ist dir klar, die Landschaft wird nicht beleuchtet, der Schatten, weil das fällt in einem Punkt zusammen. Bei meinem Videobeamer-Beispiel mache ich nämlich noch eine Trinität. Da ist die Lampe,
Das Display, das ist diese Ich-Ich-Reihe. DIS, die Öffnung einer intellektuellen Raumzeit, das sind diese drei Buchstaben. Das Display wird natürlich gesteuert unten von dem blauen Ich, die Maske, die Persona, denk an das Display und dann die Erscheinungen, die Schatten. Das hebräische Wort für Schatten ist Zell, ZL. Nur ZL heißt Schatten. Z steht für Geburt, L steht für Licht, macht das Blau, die Geburt vom blauen Licht. Das ist übrigens auch die ersten zwei Buchstaben in der Schöpfung vom Menschen. Gott entnimmt, Entschuldigung, Gott schuf den Menschen in seinem Ebenbild. Kann man anders auch in seinem Gleichnis. GL ist Welle. Eben, das steht übrigens Exben, wenn ich es mache. Ihr als Vorsilbe Ex gelesen, Exben, heraustretende polare Existenz. Dieser Adam ist sehr gewinnende Körper, das heißt nochmal männlich und weiblich übersetzt, heißt in jedem Wörterbuch Gedenken und Ausgedachtes. Also unterirdischer Gang, weil du über den Jordan gehst. Ich erzähle das so oft. Dieses Wort Jordan, das ist, wir kommen ja ins gelobte Land. Wenn wir etwas geloben, G ist der Geist und das ist ein Licht, das ist oben. G, Geist wird zu einem Licht, das oben ist. Transversalwellen. Auf und ab. Das machen wir dann morgen noch mit dem Kreuz. Jetzt werde ich wirr. Für mich nicht. Für etliche andere hier auch nicht. Die lächeln bloß. Aber es ist halt hier, dass die Worte, wie heißt es so schön, da hat er mal eine Diane, hat ein schönes Video gemacht und da setzt es, glaube ich, mit drinnen. Ich bin nur da, um euch zu verwirren. Steht in dem Finanzamtbrief über als nächstes. Erst wenn ihr verwirrt seid, fangt ihr an, euch neu zu sortieren. Und ich habe da das alte Beispiel vor 20 Jahren schon in Almena gebracht. Ihr kennt diese Glättbänder. Ihr seid so verklingt in euren Wissen, es ist wie wenn ein Zug auf seinen Gleisen steht. Und was ich jetzt im ersten Moment will, ich sage immer wieder, versucht euch das nicht zu merken, versucht die Gedankengänge zu folgen. Ich nehme euch jetzt und reiße euch zuerst einmal aus dieser Logik raus, dass ihr in einen Schwebezustand kommt. Und jetzt wirst du feststellen, dass für einen kleinen Moment du dich bewegen kannst, dass du Perspektiven ändern kannst, was wir jetzt die ganze Zeit gemacht haben, dass du alles umdrehen kannst, was für dich einseitig richtig war, dass die Kehrseite, die du bekämpfst hast, auch richtig ist, wenn du die andere Seite nimmst. Und die in der Synthese, was sich widerspricht, ich liebe da, Homo ist ja der Mann, angeblich, Mensch, Homo, wahre Liebe gibt es nur zwischen Männern. Und wenn du Freude haben willst, dann musst du einen Sadisten und einen Masochisten zusammentun und die brechen kein göttliches Gebot. Das ist die Ergänzung, der eine schlägt gern und der andere wird gern geschlagen, die haben einen Heidenspaß miteinander. Klingt jetzt hart, wenn du ein Moralist bist, treibt sich in dir was. Das ist, deine Programmierung kannst du nur beobachten. Das ist immer wieder so, Redo ist bei mir und ihr wisst ja, ich habe ja meine Weisheitsquellen, wo die Leute sagen, das ist Kitsch. Ihr sagt immer, das ist Kitsch, ihr seid so programmiert, weil ihr seid ja so intellektuell. Müsst ihr mal amerikanische Filme, oh, das ist ja alles so Kitsch. Ich sage, das Einzige, was da richtig gut ist, das ist das tolle Happy End und ihr sagt, das ist Kitsch, das gibt es ja da außen nicht. Muss da mal überlegen, was da ist. Das ist ja, sowas gibt es ja nicht. Das ist ja, geht ja immer alles gut. Wer bestimmt es, dass das da gibt? Das ist eure Logik. Redo ist bei mir. Redo ist voll hetero. Programm. Und wir schauen First Date. Ist ja so Blind Dates Show. Aber die daten, wir sind ja mittlerweile in einer modernen Zeit auch immer Homosexuelle. Und dann tun die rum und ich habe nur in Redo angeschaut, ich meine. Und ich habe dann so lachen müssen, weil ich zum Lego immer sage, ich bin du, bei mir geht's genauso. Jetzt ist aber, dass ich überhaupt nichts gegen Homos habe. Nicht das Geringste, ganz im Gegenteil. Also die Insider wissen, mein Erich, ich habe 20 Jahre mit einem zusammengearbeitet, der hat bei mir Prokura gehabt, mit dem war ich von morgens bis abends zusammen. Das sucht sich ja keiner raus. Er hat wesentlich mehr Probleme mit sich selber gehabt wie ich. Das ist halt so, in der Spießigkeit damals. Das Irre ist jetzt bei meiner Frau, ich mache jetzt eine weltliche Geschichte, dass die, wenn ein Schwulenfilm kommt, wird die einen Schwulenfilm anschauen. Die finden es toll. Ich habe komischerweise nichts dagegen, wenn sich zwei Frauen küssen. Das ist irgendwie nicht schlecht. Aber das hängt doch, sucht sich das irgendeiner aus. Das ist immer wieder das Spiel. Es sucht sich nicht so niemand aus. Zu meinem Erich habe ich damals gesagt, hier, schau immer wieder, über die ganzen Jahre, schau in dich rein, was du bist und sei das. Und da ist natürlich dann hier, ist immer wieder interessant hier,
Ich wüsste in den fast 20 Jahren, wo wir von morgens bis abends zusammen waren, ich wüsste nicht eine Woche, wo er nicht einmal auf dem Klo war und hat gekotzt vor Migräne. Von einem Arzt zum anderen, der war, glaube ich, 3 oder 4 Mal sogar in einer Entzugsklinik, weil er so starke Tabletten genommen hat. Dann hat er sich alle Zähne, die Plomben rausreißen lassen, weil irgendeiner gesagt hat, die Amalgamplomben sind dran schuld, eine Odyssee ohne Ende. Und ich sage dir, was es ist. Migräne, wenn du Migräne jetzt leiden solltest, dein Programm ist falsch verstandene, verschobene Sexualität. Wohlgemerkt, nicht die Sexualität selber, die du hast, ist verkehrt, sondern der Vergleich mit dem, was du als normal ansiehst, weil du so programmiert bist. Und er hat sich geoutet und er hat das erste Mal seit 20 Jahren fast ein halbes Jahr keine Migräne mehr gehabt. Und die Schwierigkeit, er hat 2 wundervolle Kinder damals, die sind ja auf die Welt gekommen in der Zeit, ein Häuschen gebaut, und der ist genau gespiegelt. Der hat übrigens überhaupt nichts Schwules, jetzt äußerlich. Das ist die männliche Part. Er sagt, wenn du wüsstest, mit was für ein Ekel ich mit meiner Frau ins Bett gegangen bin, um die Kinder zu zeugen. Sucht sich irgendeiner sein Programm raus? Wie leicht wäre das, wenn er das annehmen würde und sich einen Dreck drum schert, was die Leute denken, die er sich ausdenkt? Ihr müsst jetzt genau aufpassen. Mein Bezi-Syndrom. Der hat sich auf die Straße nicht mehr traut, nach seinem Konkurs, wo er gebaut hat. Was denken dann die Leute von mir? Ich sage, die Leute, die du dir ausdenkst, werden genau das denken, was du in diese Kisten, in diese Köpfe reindenkst. Du machst dir deine eigene Hölle ein Leben lang und nicht nur dieses Leben, sondern noch einige mehrere Leben weiter, wenn du das nicht jetzt in dem Führerscheinprüfungsbogen ankreuzt. Und weil ich merke, dass du fast nicht in der Lage bist dazu, bin ich in dir auftaucht, um dir ein bisschen zu helfen. Ich mache dir die Fehler nicht raus. Das ist wie ein Lehrer, der das nochmal durchgeht, dass du das Prinzip verstehst. Und ich komme euch wirklich so weit entgegen, wie es irgendwie bloß möglich ist. Ich habe in Weißenburg habe ich das gesagt, dass ich immer wieder, meine Hilfe geht so weit, Thomas, dass ich, wenn ich jetzt zu dir sage, in welcher Hand ist der Schlüssel, und ich weiß, du weißt es nicht so, ich helfe dir ein bisschen. Das Problem ist wirklich ohne Witz, dass über 90% trotzdem sagen, in der Hand, weil das Ego mächtiger ist. Das ist das, was die Realitäten, die ich mit meinen Tierchen, die ich mir ausdenke, erlebe. Wie sind wir in der Zeit? Ja. So, jetzt passt auf. Also schaut mal ganz kurz her. Ihr müsst ein bisschen, ich hoffe, man sieht's, weil ich es nicht aufnehme. Das kann man ja reinstellen, kannst du ja reinschneiden, wenn man es nicht sieht. Schaut, GML ist gestaltendes physikalisches Licht jetzt, das man sieht. Und jetzt ist ja in der Einstein-Formel, ist ja das Licht mit C² angegeben und M ist Masse. Aber wir haben doch hier schon, wenn ich jetzt sage, der Geist ist die Energie. Schau, ich habe das geistige Licht, das, nämlich diese Energie, die weder vermehrt noch vernichtet werden kann. Das ist jetzt unsere Licht, die flackert nicht. Selbst wenn diese hier das flackert, flackert das Licht nicht. Habe ich zigfach schon erklärt. Die braucht natürlich auch nochmal eine höhere Form von Energie, weil wir immer noch in Vorstellungen arbeiten. Dann kriegst du was ganz Interessantes, wenn ich sage, der Geist ist Licht oder Energie, das sind nur unterschiedliche Wörter für ein und dasselbe. Ist dann M mal L, und da L ja C² ist, hast du die Energie, ist das Licht, ist die Masse, sprich die Materie, die Gestaltwährung, C². Das ist die Einstein-Formel, die sitzt hier in dem Wort Geist schon drin. Und Geist, diese Energie, was übrigens im Einstein so nicht geschrieben hat, das habe ich schon oft erklärt, das heißt E², das hat man gerade schon, ist M² mal C hoch 4. Aber das hat alles einen ganz wichtigen Sinn. Was hier, was darf ich erinnern, ich muss aber entspringen, das ist mir am liebsten, weil da kann ich nämlich von einem Gedanken in den anderen reingehen. So, in euren Köpfen meine ich. Passt doch mal auf, ich mache Bilder. Das war auf irgendeinem Vortrag, irgendeinem Gespräch mit der Ariane und irgendeinem Vortrag. Nee, das habe ich. Passt auf, kleinen Moment. Mein Gott. Wenn ich da jetzt wenn langsam, ich habe die nochmal im FF, aber durch den Beamer anschließen, haut es mir meine ganze Bildformatierung über den Haufen. Passt auf. Das ist zum Beispiel gut, schau, weil ich den gerade sehe. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist unser Spiegeleck. Das ist auf die Freiheit, Johannes. Da sind alle, die sind jeder, die Kleinigkeit, das ist jetzt Physik, wenn ich erkläre. Das ist also hier, da wirst du merken, Tetraeder, aber da müssen wir gar nicht. Das ist übrigens auch, wo ich schon mal reingestellt habe in unseren Chat.
Das ist Arbeit, das finde ich auch spaßig. Passt auf, da machen wir jetzt Wikipedia. Ne, machen wir einfach mal hier. Weißer Gorilla. Schaut, das sind weiße Affen. Seht ihr das? Sind ganz selten. Es gibt aber frei auch weiße Trockennasenaffen. Jetzt aber, ich wollte euch was anderes zeigen. Das für Insider. Ne? Ubi. Herrgott, wo ist der? Moment, es muss da drin sein. Soweit ich was. Oh, ich finde es nicht. Ich war alt. Da ist es. So. Das ist in einem Video drinnen, ein Selbstgespräch oder in irgendeinem Vortrag. Jetzt pass auf, das ist aus einem alten Mathematikbuch. Eigentlich müsste das Arithmetikbuch heißen. 1972, glaube ich, ist der Verlag. Und das ist jetzt hier, ihr müsst jetzt, was mir wichtig ist, wenn ihr die Filter ausschaltet, mein Dieter hat immer wieder beim Dieter in Gesprächen, wo er sagt, Formeln, dann stürzt er ab. Ich sage, überhaupt kein Problem, Dieter. Das ist dein Filter. Ich erkläre das so einfach, du musst nur mal einen Gedankengang mitgehen. Das ist also hier ein dickes, ein ganz dickes Mathematikbuch, wo Arithmetik, Geometrie, also diese ganzen Rechendinger drin sind. Großes Buch der Mathematik heißt es. Habe ich als Kind studiert und da durchgearbeitet schon. Und da sind immer kleine Rechenbeispiele, wie man was ausrechnet raumzeitlich. Und das ist der erste große Fehler in der Arithmetik, dass hier was durchgeschleift wird, auch in der Physik, das letztendlich beweist, dass alles in euch drin ist. Alles an voran die Einstein-Formel, die spezielle Relativitätstheorie, da habe ich ein eigenes kleines populärwissenschaftliches Bändchen geschrieben. Und einer, der natürlich das studiert in Ewigkeiten und dann ein Diplom hat und dann stellt sich raus, dass alles umsonst war, der will da davon natürlich nichts wissen. Das ist aber kein Problem, die Zeit arbeitet für mich die Fehler. 2 bis 3 Generationen löschen sich die eh aus. Es gibt ja diesen alten Spruch, wenn in der Welt wirklich ein neues Wissen sich etablieren soll, müssen zuerst einmal alle bestehenden Autoritäten, Professoren wegsterben und dann ihre Musterschüler, ich will jetzt keine Angst machen. Und dann kann nach 3, ich weiß doch das. Das ist immer wieder das Spiel, das ist es schön. Und auch immer wieder, wo ich sage, lebe dein Leben ganz normal, den Stress machst du dir selber. Und da machst du zurzeit nicht reich. Jetzt geht es wieder ein bisschen, aber du weißt ja selber, bist ja ich. Also das sind Rechenbeispiele und diese Rechenbeispiele, das ist das übrigens, wenn eine Song, da komme ich nicht mit. Soweit ich mich noch grob erinnert, solche Rechenaufgaben habe ich, glaube ich, in der 5. Klasse in der Volksschule, in der Dorfschule gehabt. Da war die 4., die 5. und die 6. Klasse in einem Klassenzimmer. Das war ungefähr dieses Niveau. Das Zeug, wenn du es nicht brauchst, vergisst eh wieder. Aber wir können es reaktivieren. Also da heißt es, Problem in der Praxis, jetzt quadratische Gleichungen, klingt alles so schlimm, ist nicht schlimm. Ich will euch nur auf den Fehler hinweisen. Und zwar geht es hier, diese kleine Aufgabe ist es, ich lese vor, um die Meerestiefe zu messen, wird ein Echolot benutzt. Das Schallerregner befindet sich in A, das heißt, der schaltet einen Schallton auf, Echolot. Das geht nach unten, wird reflektiert, wie das Licht kommt, nach B. Der Empfänger in B. Die Schiffsbreite beträgt 16 Meter. Okay, logisch. Das Schiff ruht während der Messung. Wie groß ist die Wassertiefe für einen Zeitunterschied von 0,1 Sekunden? Das heißt, das ist jetzt Pythagoras steckt da mit drin. Ganz einfach, 0,1 Sekunden und über die Winkelfunktionen kann ich das ausrechnen. Keine Angst, ich erkläre es euch nicht. Das ist jetzt hier, jetzt kann ich euch natürlich erklären, da muss man rechnen, x Quadrat. Und wir haben jetzt hier die Geschwindigkeit, 1510 Meter in der Sekunde ist die Geschwindigkeit. Das müssen wir mal 0,1 durch 2 minus 8 Quadrat. Da fragen viele, wieso 8 Quadrat? Kann man alles erklären? Darum geht es mir nicht. Dann kriege ich x Quadrat, wenn ich das jetzt ausrechne, 5636,25. Jetzt wird es interessant. Und jetzt ist es, weil ich ja den Wert will, ist ja x Quadrat. Ich will ja wissen, wie tief das ist. Kommt jetzt, dann ist x1, x2. In dem Buch von 1972
ist es rein arithmetisch absolut korrekt ausgerechnet, plus minus Wurzel 5636,2 ist ungefähr, das hat sich aufgelöst, welcher Margerwald ja zu nass war, so wie hier steht plus minus 75,1. Weil eine Wurzel, das sollte man noch wissen, hat immer zwei Lösungsmöglichkeiten. Die Wurzel aus 9 ist plus 3, weil die Wurzel heißt, die Zahl unter der Wurzel, welche Zahl mit sich selbst mal genommen gibt diese Zahl. Und 3 mal 3 ist ja 9. Aber jetzt muss man wissen, dass negative Zahlen multipliziert auch einen positiven Wert geben. Minus 3 mal minus 3 ist auch 9. Das ist, müsst ihr nicht wissen, ist Arithmetik. Das heißt, sobald ich in irgendeiner Gleichung eine Wurzel habe, gibt es definitiv zwei Ergebnisse. Die Wurzel 9 ist nicht plus 3, sondern die ist plus 3, aber auch minus 3. Und wenn ich jetzt diese beiden Ergebnisse wieder zusammenpacke, wie viel ist plus 3 und minus 3? Nix. Weil die Wurzel, aus der alles, dieses W, Ur, ZL, heißt Schatten. Diese aufgespannte Berechnung ist Geburt von Licht. Und darum heißt Hebräisch, Zell heißt Schatten. Das ist die Wurzel. Sobald eine Wurzel in irgendeiner Rechnung vorkommt, und in allzu Rechnungen kommt eine Wurzel vor, ist eine Null da, und sobald ich mit Null multipliziere oder dividiere, fällt alles in einem Punkt zusammen. Das macht keinen Sinn. Darum machen die hier, das erwähnen die noch in modernen Physikbüchern, weil das weglassen. Jetzt pass auf, der Satz, lest, lasst euch das auf der Zunge zergehen. Die Wassertiefe beträgt also 75,1 Meter. Der zweite Wert, minus 75,1, hat keine praktische Bedeutung. Ich stehe jetzt auf der Spitze eines Berges, die Tiefe um mich herum hat keine praktische Bedeutung. Wenn ich mir erlaube zu sagen, all eure Lehrer sind hochgradige Pfosten, Rezitiermaschinen und Trockennasen auf eigener Definition. Wobei ich jetzt definitiv die ich mir jetzt ausdenke, denen den Vorwurf, dass ich die so denke. Aber was denkst du, wenn du dir dieselben ausdenkst? Oh, da komme ich nicht mit. Das ist die, wenn wir uns anschauen, es ist absolut immer hier und jetzt. Das habe ich im achten Band lesen in den Ohrenbohrungen. Es ist in dem Moment, wo du was siehst, ist es da. Wenn sich was mit Lichtgeschwindigkeit auf dich zubewegt, dann gibt es zwischen dir und dem Ding, das du anschaust, keine Entfernung mehr. Das erkläre ich im achten Band sehr, sehr vereinfacht und populärwissenschaftlich. Und es ist, die ganze Darwinismus ist vom Tisch, wenn du hier mein kleines Beispiel sagst, dass du jetzt hier sitzt. Ganz kurz. Ihr wisst, die meisten wissen das, aber euch ist das gar nicht bewusst. Ihr denkt immer noch an Vergangenheit. Da wäre jetzt jeder dieser kleinen Bildchen und das Zeug, was da drin ist. Ah nee, das muss man ausmachen. Pass du mal auf. Angenommen, du wärst der einzige Mensch auf der Welt. Ich weiß, viele von euch haben das schon zigfach gehört, aber ich mag es trotzdem noch. Du wärst der einzige Mensch auf der Welt. Und wir sagen, du wärst 25 Jahre alt. Alle anderen sind weg. Mit der Logik, die du zum Denken benutzt, muss es dann vor 25 Jahren mindestens zwei gegeben haben. Wir wissen Bescheid. Mit deiner Logik, wo du herkommst, und dann merkst du, wenn ich sage, du bist der Einzige. Aber nicht der WLD, der sich immer ständig opfert. Wir haben ja gesagt, alle Figuren, die auftauchen, ist ein Geist dahinter. Alle Protagonisten, die in einem Traumbewusstsein in Erscheinung treten, werden von einem und denselben Träumen den Geist erschaffen. Man beachte auf das Wort, man muss wissen, dass zum Beispiel der Buchstabe Shin, es gibt vier verschiedene Shin, ein Shin davor steht für Logik, für berechnende Logik. Er heißt ja erweckt. Wurden von Gott Shin-Affen. Wenn du jetzt wieder meinst, das sind Zufälle. Affen wiederum, die Affinitäten sind Spiegelungen, weil jeder kleine Adam männlich und weiblich ist. Träumender Geist mit seiner eigenen Frau, mit seiner eigenen Traumwelt. Und ich kann immer nur sagen, wenn wir tiefer reingehen, ich setze Zahlen, wenn wir das separieren ein, und dann werden das physikalische Formeln. Und dann kriegst du eine Demut, das macht dich sprachlos. Und da haltet euch mit der Diana, mit der Redo, die das extrem exzessiv studieren haben über Jahre.
Und wo, wenn das eine lesen, was ich jetzt da alles aufgeschrieben habe, ist mir vollkommen wurscht, was das mit mir gemacht hat. Das ist das Entscheidende. Das ist was Intimes. Das sind Wunder, intim übrigens, wenn wir das schreiben, es ist ja in time. Wunder können nur in einer Vorstellung von Zeit passieren. Jetzt tun wir mal die Buchstaben wieder hebraisieren. Der braucht immer, wenn er länger steht. So. In, rot geschrieben, heißt göttliches Sein. Und das ist jetzt T-I-M-He, Time. Das ist die Überraschung des Wunders. Ist nicht jeder Mom-N, der in dir auftaucht. Zwei Gestaltwertungen, die sich ständig drehen. Das ist es Mom. Das ist übrigens M-O-M. M auf M heißt auf Hebräisch Fehler. Weil wenn was auftaucht, fehlt es in dir drin, obwohl es trotzdem in dir drin ist. Magst du zwei? Ich widerspreche mir. Fällt es jetzt oder fällt es nicht? Das, was du siehst, fällt. Aber ich habe es trotzdem nicht rausgeholt, weil du das Heilige, absolut Heilige, niemals entheiligen kannst. Ich bin immer noch heilig, auch wenn ich bloß als Brüssel Udo in Erscheinung trete. Heilig ist übrigens gesund und krank gleichzeitig. Die Wurzel von dem Geheimnis ist nicht, wenn ihr immer gesund sein wollt. Nur gesund sein ist entheiligen. Das ist wie wenn ich sage, ich will bloß Sonnenschein haben. Funktioniert eine Zeit lang ganz gut. Warten wir mal, wenn es jetzt angenommen 2-3 Monate ununterbrochen so wäre, dann schaut eure Nachrichten an. Und dann beten alle nach Regen und dann regnet es 1 Woche, 2 Wochen, 3 Wochen. Das Erste, was du feststellen musst, eine alte Weisheit von mir, dass alles, was neu ist, oft nicht immer gut ist, bis es dann länger da ist. Und dann wollt ihr wieder das Gegenteil. Wenn du hungrig bist, wirst du satt sein, bist du überfressen, wirst du wieder in Hunger. Hast du einen Laden und du hast unheimlich viel Arbeit, sagst du, habe ich einen Stress? Hast du den Laden und es geht lange Zeit nicht, sagst du, ich sage, verdammt nochmal, weißt du nicht, was du willst? Okay, schau dir, das ist eine Überraschung. Ist nicht jeder Moment, der in dir auftaucht, eine Überraschung, wenn du dich einfach von mir überraschen lässt, aber dich nicht laufend einmischst, weil du meinst, es müsste das auftauchen, was du willst? Ihr müsst noch sehr viel lernen, um richtig zu leben. Ihr geht nicht an der Vorstellung, na, ich muss anders ausdrücken. Du gehst nicht an der Fähigkeit zu sterben, es die Erben, da steckt das Wort raumzeitliche Erscheinung in Erben, was auch Abtrünnige heißt. Erben heißt erweckte polare Existenzen, das deutsche Wort Erben heißt, ich kriege das wieder irgendwie. Du gehst nicht an der Fähigkeit zu sterben, sondern an der Unfähigkeit, geistreich zu leben zugrunde. Aber die Gehe, Runde ist nicht, dass du weg bist. Der Geist macht nämlich ständig immer ein Kommen und Gehen. Und das ist diese große, berühmte Schleife, dass die Falle ist, alles, was du in einer Reihe an Anfang und ein Ende setzt, ist eigentlich ein K-Reihe S. Das heißt, wie ein Spiegelraum. Jetzt müsste man dann die Spiegel, das wird alles in einer Welt dargestellt. Und das ist die Wunde, die du berechnest und Unde, wenn wir ins Lateinische gehen, haben wir einen Altlateiner, früher bin ich in Rainer immer genommen. Mein Rainer in Eimenau habe ich immer gesagt, Rainer, du hast doch das große Latinum. Ich habe bloß Volksstudie ohne Abschluss. Unde, Unde hast woher auch im Meer. Und unter ist die Welle. Und wenn wir jetzt das Fundament nehmen, das übrigens dann auch Basis auf Griechisch heißt, worauf man tritt, das sind drei, das ist das Dilemma. Dann haben wir F, die Facette, ist unter eine Welle und Mendior, habe ich so oft gesagt, Latein, was heißt, kommt vom Mens, heißt überlegen. Wenn du immer bist, U mit zwei Bündchen ist schwingen, Polar erweckt, BR, über und legen heißt eine auseinandergeschmissene geistige Existenz. Aber auch, und das ist interessant, in jedem Latein oder Buch, Lügen verbreiten. Die Welt ist alles, was der Fall ist. Und jetzt wirst du irgendwann einmal feststellen, wenn ich ein deutliches Deutsch euch was deute, wieso Deutsch in allen Sachen Gottessprache heißt. Wo natürlich die von dir ausgedachten Deutschen überhaupt keine Ahnung mehr haben. Weil die ja nur ihre Äffchen nachplappern. Die haben in der Schule bekommen, du bist der sterbliche Affe. Und dann lebst du dieses, das wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist.
Jetzt wird es natürlich interessant, dass diese Verwunderung, dass dieses Wunder, D-I-M-H-E, Time, Time, He, das Buchstabe heißt He, hörst du nicht, He, dass dieses Wort Time im Englischen die Zeit ist, die es natürlich in der Form nicht gibt, wie du dir das denkst, das Chronologische. Selbstverständlich gibt es Zeit. Im Hebräischen, in der Tora, gibt es 4 Wörter für Zeit. Eins davon ist Et. Wenn wir das wieder rot-blau lesen, hast du eine augenblickliche Erscheinung. Wobei natürlich die Augen hebräisiert dann zu Becken werden, die zu schwellen anfangen. Das ist der Spiegel und das sind die Iterationen, die öffnenden Berechnungen. Und jetzt ist es, was ich gesagt habe mit Jan heute beim Essen haben wir nochmal gehabt, wenn du sagst, El sowieso und der mag noch so hoch studiert sein, es ist ein komplett anderes Wissen. Es ist ungefähr so, wenn ich jetzt irgendwelche Quantenmechaniker oder Computertechniker nehme und die würden sich aus dem 17. Jahrhundert einfach am Tisch daneben eine zuhören, was die reden. Auch das mögen Professoren sein, das ist aus der Zukunft, könnte ich sagen, die es eigentlich gar noch nicht gibt. Zukunft ist natürlich schon da in dem Buch, das ist ein anderes Buch oder in demselben Buch höhere Seiten, die ja schon im Hintergrund sind. Du musst dich bloß erst hinträumen. Außer du digitalisierst dich. Da kann man hier, müssen wir nicht, ihr seid ja noch Analogdenker. Analogdenker bei einer Kassette, bei einer Videokassette, wenn ich vorschauen will, wenn ich vorspitzeln will, ist das mühselig. Digital ist 93 Minuten, draufdrückt, zack, da. Weil es immer jetzt ist. Und da wirst du jetzt natürlich merken, dass das Analog und der Sinus, wir haben doch das N, wir haben doch die L gehabt und das Doppel-L. Das L, habe ich gesagt, ist Licht und Licht, das habe ich gerade erklärt. Ich mache mir da mal das weg. Ich hole jetzt das nicht immer her. Ups. Wir haben natürlich viele Doppelbuchstaben zusätzlich, zum Beispiel in dem Wort Sinus. Der Sinus hat keinen Doppelbuchstaben, aber der Sinn. Okay? 50 steht blau, wir bleiben nur blau. 50 steht für Exzidenz. 50 wird dann zu 100. Und 100 ist Kopf, ist die Affinität. Das heißt, eine Welle gibt es bloß, wenn zwei Existenzen da sind. Das hebräische Wort für Wolke, 2 hebräische Wörter für Wolke. Die eine Seite schreibt sich 2. 70 ist zum einen die Quelle und der Augenblick. Rot-blau gelesen. Das einfach hinnehmen. Hört einfach zu. Ihr müsst es momentan nicht merken. Das ist ein System. Ich mache nicht jedes Mal willkürlich was anderes. Das heißt, das hebräische, eine Wort hebräische für Wolke. Wenn ich jetzt das symbolisiere, dann heißt die 70, das Ayin, heißt der Augenblick, Beckenblick. Wenn ich das wieder zurückhebraisiere, auf 2. Der Augenblick auf eine Polarität. Gut? Es gibt ein zweites hebräisches Wort, das schreibt sich 70-50-50, das heißt auch Wolke. Das ist aber Deckenwolke. Ist also nochmal, die Unterformen sind wichtig, ist aber zuerst einmal Wolke, das heißt der Augenblick auf 2,50, im Prinzip dasselbe. Wenn ich jetzt reingehe, jetzt muss ich doch einschalten. Das ist übrigens in die letzten Selbstgespräche drin, jetzt gehen wir mal ein bisschen ins Lateinische. Ups. Wir machen mal hier das Wort, wir wollen das Wort den Sinn anschauen. Wir sind, heißt Sinn, die wir es öffnen, Sinn mit einem N ist Existenz. Schauen wir mal nur das lateinische Sinn an. Was hier auftaucht, ist ganz interessant. Das ist schon zeitlich interpretiert. Bitte, soweit das lesen kann, ich gehe nicht ganz ins Detail. Dieser Satz ist richtig. Wenn das Gegenteil oder etwas Gegenseitiges vorhergegangen ist, das heißt, ein Wellental siehst du definitiv bloß, wenn vorher ein Berg war. Das hebräische Wort für Berg schreibt sich nur HR. H steht für Wahrnehmung und R steht für Berechnung. Die Wahrnehmung einer Berechnung wird erst zu einer Erscheinung Gottes, Theal, wenn das mit einer wahrgenommenen Berechnung zusammenfällt. Ich könnte jetzt immer wieder sagen, das Tal, ich könnte auch sagen, ein Berg ist bloß da, wenn vorher ein Tal war. Das heißt, da fällt bei dem Sinn, drum ist Sinne, wenn man jetzt das He hin dran setzt, ich mache jetzt da E dran, ohne vorhergehende Partikel gibt es keine bestimmte Form, sondern nur den Sinn eines Bedingungssatzes. Da haben wir jetzt schon die 2N. Es ist nicht kompliziert, Leute. Sinne, ich sage immer, die Conditio sine qua non, die Bedingung, ohne die nichts geht, heißt eigentlich im ersten Moment bloß ohne.
Es ist immer ohne. Sinne ist ohne. Wenn ich jetzt zwei N, ein zweites N hinten dranhänge, dann kriege ich dieses Sinn. Jetzt machen wir mal nur das SI. Dasselbe ist übrigens im Griechischen das Ana. In dem Wort Analogie. Die Anfangsbuchstaben von dem Wort Analogie. Da heißt es hier auf, darauf, denk an die Gedankenwellen. Da gehe ich jetzt hin wie Ares, Schwa, heißt logisch doppelt aufgespannte Erde. Ares heißt nämlich Erde. Und jetzt kommen die Trauben, da haben wir im Glauben die Trauben AOB. AOB ist, wir wissen das definitiv, wir Geistesfunken. Das heißt, die Schöpfung einer aufgespannten Polarität. Und das ist die Beschwörungskunst. Und zwar speziell die Beschwörungskunst eines Totengeistes. Darum ist es auch die Geburt von AOB. Da unten hinschauen. Die Geburt der Schöpfung einer aufgespannten Polarität, die erweckt wird. AOB heißt die Beschwörungskunst, die du erweckst. Das, was du beschwörst. Die Welt ist so, wie du schwören würdest, dass sie ist. Jetzt muss dir bloß eins auffallen. Dass 99,9% der Sachen, die du schwörst, eigentlich Meineide sind, weil du bloß was nachplapperst, das du noch nie in deinem Leben selber gesehen hast und das du auch nie sehen wirst, weil das Geschwätz vom Zweiten ist, das gar nicht möglich ist, dass du siehst. Dann können dir eine erzählen, dass Wasser aus Wasserstoffatomen besteht, weil das hat ja schon geiler Sack und der Humboldt vor über 200 Jahren festgestellt. Und du musst wissen, dass Wasser, H, zwei Wahrnehmungen sind. Das ist das hier, das ist die Oberfläche von El Hayom. Und es hängt sich zusammen und wenn man das dann immer wieder sukzessive macht und es hängt jetzt von der inneren Reife ab, weil ich sage, ja, ich muss ja auf die Arbeit gehen. Ist ja klar, es gilt dieser Sau. Freilich, macht es weiter. Wir lassen es unangetastet. Das liest du im nächsten Buch. Aber was ich jetzt habe, du hast die Chance, dass du ab jetzt, jetzt ist jetzt, aufstehst und sich alles verändert, wenn du anfängst, das zu leben. Und da strahlt mich jetzt gerade eine Marion mit breitem Gesicht an, die hier die letzten 10 Jahre hier bis auf das letzte Jahr sich eingeprügelt hat mit vielen Anrufen, mit Schmerzen. Und jetzt geht's langsam, dass du es leichter nimmst, ne? Es ist ganz anders. Es ist so, wie du es denkst. Die Sache ist es reagieren. Und ich sage als ganz einfache Lösung, all das, was du erlebst, ist wie das Wetter, das du dir jetzt ausdenkst. Du hast nur Einfluss drauf. Aber, und jetzt kommt die Weisheit. Die meisten von euch kennen den Spruch, die Weisheit liegt in den Sprichwörtern. UB, gib mir die Kraft, dass ich alles verändere, was ich verändern kann. Die Demut, alles zu ertragen, das sich nicht verändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und jetzt kommt das Geheimnis, das Ergebnis. Wenn du dein Leben Revue passieren lässt und vor allem alle die Tierchen in deinem Traum, die du dir selber ausdenkst, die nur Spiegelbilder von deinem Glauben sind, beobachtest, wirst du feststellen, dass jeder alles Mögliche versucht zu verändern, was ihm nicht passt, weil das nur blinde Arschlöcher sind und die Quelle bist du, blindes Arschloch, ich meine den, der du zu sein glaubst. Dass ihr alles verändern wollt, aber das, was ihr verändern könntet, das bleibt unangetastet. In Ich Bin Du heißt schon ganz am Anfang, euer eigener Glaube, der gar nicht euer Glaube ist, ist der Glaube euer Schwamminhalt, euer Lehrer, euer Erzieher. Meinst, wenn du jetzt sagst, ich bin ein Katholik oder ich bin ein Atheist oder was auch immer, dass du dir das raussuchen konntest, dass du hier heute da sitzt? Du kannst dir gar nichts raussuchen als träumender Geist. Du schaust dir das an, was ich dich träumen lasse. Und jeder Moment, den du, Schwätze, mit deiner Logik erlebst, ist absolut schmal maßgeschneidert. Fällt mir gerade, weiß nicht, wieso mir jetzt meine quirliges Etwas einfällt. Blätter mal zurück, die vielen Anrufe, wo sie mich anjammert. Und dann hat es noch mehr geholt, weil ich gesagt habe, ich werde jetzt extra noch die Finger, meinen Finger in deine Wunde legen. Ich mache das nicht. Das ist, was du verändern kannst, ist dein Glaubenssystem. Haben wir nicht festgestellt, dass wenn du dir was ausdenkst, ich sage, wenn du dir jetzt irgendwelche Menschen ausdenkst, sind das, sagst du mal jetzt deine Gedanken. Was ist der Seehofer jetzt? Was ist der Trump jetzt? Es ist hundertprozentig sicher ein Gedanke. Das Geschwätz vom Zweiten, dass dir auch dann da außen ist, wenn du nicht mehr denkst, das kannst du nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest jetzt. Selbstverständlich kannst du dir dematerialisieren. Mit Energie, du musst bloß glauben, dass der da außen ist. Wie war das immer so schön? Wenn ich jetzt zu dir sage, du willst in Seehofer irgendwann einmal die Hand schütteln und du steckst da Energie rein, dann wirst du wie in einem Videospiel ständig die Bilder wechseln, du wirst da mal irgendwo anrufen in deinem Traum, wo die nächste Versammlung ist und dann wirst du da hingehen und dann kannst du dem Mann die Hand schütteln. Aber nur weil du glaubst, der ist auch dann da außen, wenn du ihn nicht denkst. Wie sieht es jetzt aus, wenn ich sage, der Einstein?
Da fängst du erst gar nicht an, Energie reinzulegen, weil du weißt ja hundertprozentig sicher, dass der da außen nicht rumläuft. Wenn du hier, du kannst dir das Kreuzfahrtschiff AIDA materialisieren, weil du ja glaubst, das hängt da irgendwo vor Anker, aber hast Schwierigkeiten, die Arche Noah wieder herzubringen. Weil die ist ja da außen nicht, das ist ja nur eine Märchenfigur, wer bestimmt das? Da du hundertprozentig sicher warst, dass es einen Superman nicht gibt, der fliegen kann, was du nie an zu sehen bekommen auf deiner VR-Brille. Außer wir machen eine Doppelschicht auf deiner VR-Brille, ist dann nochmal eine Kinoleinwand und auf der diese Schichten, dann kannst du ihn sehen. Es ist der Glaube. Es ist einzig und allein dein Glaube. Jetzt sollst du deinen Glauben nicht verändern. Was habe ich am Anfang gesagt? Wir predigen keine Feindbilder. Jeder Gedanke, jede Kleinigkeit ist unheimlich wichtig. Du sollst ihn erweitern. Meine Standardmetapher ist, ich sage, alles, was du zurzeit glaubst, symbolisiere mit diesem Komplex von Wissen. Und es ist unendlich viel, glaubt es mir jetzt schon. Ich rede nicht nur von dem Udo, den du dir ausdenkst. Weil wenn du jetzt träumst und du gehst ins Internet, muss dir klar sein, du kannst unendlich Internetseiten aufmachen, ich müsste es dir bloß tun lassen. Momentan, wenn du am Internet sitzt, machst du bloß die Seiten auf, die deine Logik dich interessant erscheinen lassen. Okay? Prinzipiell könntest du noch mehr, weil es ja aus dir kommt. Wir symbolisieren dieses ganze Wissen mit den Buchstaben, mit einem Buchstaben, den nennen wir H. Ich habe das oft gesagt, bitte lass es auf dich wirken. Dein ganzes Wissen ist H. Zu deinem Wissen gehört es, was du glaubst. Und in deinem Glauben ist auch drin, dass du dir viele Sachen denkst, an die du nicht glaubst. Wenn du zum Beispiel sagst, es gibt keine Einhörner. Ich sage, stimmt, wenn du die dir nicht ausdenkst. Aber in dem Moment, wo du das behauptest, dass es die nicht gibt, musst du schon einmal zumindest das Wort Einhorn denken, weil es muss ja existieren, um es verneinen zu können. Wirklich weg ist es, wenn du es nicht denkst. Aber immer noch da. Geschlossene Schöpfung. Das ist die Computermetapher. Also dein ganzes Wissen ist das Haar. Und jetzt komme ich. In der Bibel heißt es, wenn du mir dein jetziges Leben schenkst, weil dieses Wissen macht das Leben aus. Das ist das Programm, das zurzeit deine Traumwelt generiert. Wenn du mir dein jetziges Leben schenkst, Helmut, du musst mir voll vertrauen, dann kriegst du für mich ein neues. Jetzt du als Computer natürlich, der immer nur seine eigenen Informationen anschauen kann, die auf dem Wissen der Lehrer und der Erzieher, die natürlich auch wieder nur was Ausgedachtes sind. Es muss ich schuldigen jetzt, wenn ich sage, ich unterhalte mich mit einem Embryo. Wenn du mir dein jetziges Leben schenkst, dann kriegst du von mir ein neues und jetzt bist du zumindest so clever, dass du sagst, wenn mein ganzes Wissen weg ist, dann gibt es mich ja nicht mehr. Dann bin ich ja bloß ein Computer ohne Programm und ohne nichts. So, ich vertraue mir einfach. Helmut, vertrau mir. Und dann kriegst du von mir, weil du mir vertraust, kriegst du für den Buchstaben kriegst du ein Wort. Das Wort Haus. Und plötzlich siehst du das, wie wenn du vom Basic auf Windows aufsteigst. Plötzlich sind Bilder, drei Dimensionen, alles, wenn man den Unterschied kennt. Aber wenn du genau hinschaust, wirst du feststellen, dass ich dir gar nichts weggenommen habe. Erweitern, vervollkommnen, erfordert nicht, dass an dem schon jetzig Bestehen irgendein Krümel verändert wird. Es verändert sich durch eine Erweiterung mit einem vollkommen neuen Bereich. In dem Moment, wo du in die Wortkategorie Wissen aufgestiegen bist, ist das Haar noch da. Ich habe bloß vollkommen neue Sachen dazu gemacht, die in Verbindung mit dem, was du schon besitzt, was vollkommen Neues ergeben. Du hast da drei gegeben, einen Kreis dazu. Da sagst du, was will ich mit dem Kreis, der hat ja keine Ecken. Da soll ich, wenn du genau hinschaust, wirst du feststellen, das ist ein unendlich Eck. So nenne ich das. Wenn es einer nicht versteht, stell dir vor, die kleinste Form von Fläche ist ein Dreieck, die ich abstapeln kann. Dann kann ich ja 4, 6, 18, 16, 32 und so weiter machen. Und du wirst feststellen, umso mehr Ecken das Ding kriegt. Irgendwann einmal werden die kleinen Strecken so klein, dass du sagst, das ist ein Kreis. Dann nenne ich das ein unendlich Eck. Bei unendlich vielen Ecken ist es ein Kreis mit unendlich vielen Eckpunkten, wo jede Strecke unendlich klein ist. Das ist der Wurzelbegriff. Infinitesimalrechnung. Habe ich auch die Geschichte der Mathematik, wo es heißt, da musst du wissen, dass in der Infinitesimalrichtung die Arithmetiker, ich sage jetzt bewusst Arithmetiker richtig, dass die hier fast 200 Jahren in der von mir jetzt ausgedachten Geschichte gestritten haben, weil wie die Physiker der Newton und der Leibniz das eingeführt haben, dass das ein Blödsinn ist, weil ja Diffusion durch Null entsteht. Das wurde dann schön weg, das nennt man dann Renormierung. Es ist alles so unheimlich hingebogen, dieses ganze naturwissenschaftliche Weltbild ist ein riesengroßer Lügenhaufen von selbst. Lügen und jeder, der jetzt natürlich dann noch die Deppen ausdenkt als Quelle, die überhaupt keine Ahnung nicht haben,
In CERN zum Beispiel, die ganzen Physiker, alles ganz, ganz groß. Da habe ich bei mir im Laden, Martin, habe ich schon gesagt, was ich am Max-Planck-Institut, eine Sensation, die haben ein super Nadelmikroskop entwickelt, ein Versuch, bei irgendwo hinter München war das, wo sie erstmalig die Oberfläche von Materie abtasten und auf die Molekülebene kommen, dass man ein Molekül sieht. Die Ausbuchtung. Und dann war auf Bayern 3 ein Bericht, das habe ich im Laden schon erzählt bei mir, auf Bayern 3 ein Bericht, dass hier der Versuchsaufbau, ich weiß nicht, wie viele Tonnen, ein Steinblock und nochmal Schwingen gelagert, weil wenn in 10 Kilometer Entfernung ein Lastwagen vorbeifährt, der Boden, die Erschütterung hier, das ganze System schon, dass das Bild unscharf wird. Und das wurde live übertragen, weil das eine Sensation war. Das haben wir in der Früh um 2:30 im Fernsehen angeschaut, auf Bayern 3. Dann sitzen die vor einem Oszilloskop, fast dasselbe Ding, wo ich bei mir in der Werkstatt stehe habe. Und da ist eine zitternde Linie und plötzlich taucht eine Halbwelle auf. Auf einem Oszilloskop, auf einem ganz normalen Oszilloskop. Und drumherum ein Haufen Professoren und Wissenschaftler. Die haben gesagt, jetzt ist die Nadel, jetzt haben wir die Oberfläche, das erste Atom, wo rausschaut. Na sorry, wenn ich jetzt eine Diode nehme, mache ich das in 2 Minuten dasselbe Bild. Es sind wahnsinnige Leute. Und warum? Nochmal, ich verfüge über das Bewusstsein, dass ich diese Menschen, diese Fehler in eurem Führerscheinprüfungsbogen bewusst so erschaffen habe. Wie viel Scheiß muss ich eigentlich an Trump oder was, wenn ihr das seht? Die Merkel, die eure Politiker, die ihr macht, eure Elite, da könnt ihr euch jetzt wieder drüber aufregen. Der Witz ist, das ist eure Dummheit. Ihr habt ein Fetzen Papier, wer kennt jetzt zum Beispiel hier die von der Leyen? Kennst du sie? Aus der Zeitung heraus. Habe ich doch schon ein paar Mal in der Bildzeitung gesehen. In der Welt oder sonst was. Diese Sache mit Demokratie. Ich kritisiere nicht, ich predige keine Feindbilder. Das sind bewusst erschaffte Fehler, die in einer vollkommenen, ich weiß gar nicht, zumindest Gleichgültigkeit kann ich nicht sagen, weil da kriegst du so einen Hals, wenn du das siehst. Vorausgesetzt, du hast das Programm. Du sollst nur beobachten, wie du reagierst. Du hast da nichts zu verändern. Und du wirst irgendwann einen Zustand kriegen, dass du plötzlich merkst, wenn wieder sowas auftaucht, dass du umkippst, dass du dich nicht mehr aufregst, sondern endlich schmutzelst und einen Haken setzt und weiterblätterst. Hab mich lang genug selber verarscht. Weil wenn du jetzt meinst, da außen sind irgendwelche Illuminaten, dann machtest du dich schon wieder. Es sind nur deine Gedanken. Es ist hundertprozentig sicher nur deine Gedanken. Was ist das heliozentrische Weltbild? Ach Gott, wenn ich jetzt dann reingehe, wenn die dir erzählen, wie man die Physik, wie man das alles aufbaut hat, angefangen beim Messen der Lichtgeschwindigkeit oder Abstand Erde, Mond und so weiter und so fort. Fehler über Fehler. Die Definition eines Meters. Reine Fantasiegespinste, die aufgrund dessen, weil mir einer erzählt hat, das ist so, das ist natürlich unvorstellbar klein. So winzig klein, dass es keine Möglichkeit gibt, es nach momentanem Stand zu sehen, aber es ist so. Dass natürlich der Mond, mir fällt mir wieder so eine alte Sache ein, da habe ich auch nicht weitergemacht. Dass natürlich der Mond, das kennt ihr ja alle, dass natürlich der Mond, pass auf, da gibt es verschiedene Theorien. Wie ist der Mond entstanden? Die zur Zeit gängige Theorie ist, dass vor ca. 4,5 Milliarden Jahren die Erde noch ein Feuerball war. Und dann ist ein riesengroßer Meteor eingeschlagen in dieses Feuer und dann hat es gespritzt. Das ist natürlich jetzt eine geistige, menschliche Schöpfung, jetzt in dem Moment, dass nicht nur einer denkt, wenn man ihm das vorher erzählt, und wenn es einer nicht vorher hat, dann muss ihm einfallen. Ist ja, es kann ja irgendwas kommen, was du vorher nicht kennst. Das ist natürlich relativ primitiv. Als Gott mache ich das ganz anders. Weil das ist jetzt eine Erdkugel. Wir wissen ja im Maßstab, wenn man mal die Erde, Sonne, wenn man das anschaut, wie groß das eigentlich ist, ist ja nichts. Ihr müsst euch jetzt einmal vorstellen, ihr denkt euch ein Meer, Atlantik, in eurer Vorstellungskraft. Und ihr denkt da unendlich, wenn alles, was überhaupt an Meeren ist, wenn wir tausendefach, wenn wir das vergrößern, dass wir ein Meer uns denken, das aus allen Meeren aller überhaupt existierenden Planeten und Möglichkeiten besteht. Und jetzt nehmen wir die ganzen Berge der Erde und die ganzen Berge auf dem Mond und was sonst doch so an Gradern rumhüpft da außen, dass man es ausdenkt. Und die schichten wir aufeinander, dass das praktisch der Berg aller Berge ist und am Fuße dieses Berges ist das Meer aller Meere. Und dann musst du dir vorstellen, dass dieser unendlich große Berg mit einem riesen Gedose und Gekrache in dieses unendlich große Meer reinstürzt. Das mache ich Gott. Was meint ihr, wie das spritzt? (lacht)
Es waren Gedanken. Also gut, jetzt gehen wir mal in die Naturwissenschaft, was die sich denken. Dass da, das ist also wohlgemerkt, das ist eine Theorie. Theorie, dass Theorie bloß eine Sichtweise hat und zwangsläufig bloß eine von vielen möglichen Perspektiven ist, ist eine andere Sache. Dieser Mond, der ist dann entstanden, also da ist der Meteor reingeschossen, dann hat es gespritzt. Durch die Gravitation sind die Brocken in der Erdumlaufbahn hängen geblieben und irgendwann im Laufe der Jahrtausende, Jahrmillionen, Jahrmilliarden haben die sich verklumpft und das ist unser Mond geworden. Das ist die zurzeit offizielle wahrscheinlichste These. Und jetzt gehe ich in die Physikbücher rein und jetzt mache ich Folgendes. Wir denken uns ganz normal, ich nehme nur die Zahlen von den Physikbüchern. Und wir meinen jetzt hier, es wird jetzt ein wenig schief werden. Hab zu viel Fantasie, bin schon ein wenig wackelig heute. Was ich damit meine, wir nehmen jetzt einfach ein Millimeterpapier und wir zeichnen einen Kreis. Und zwar machen wir den Durchmesser, den Kreis, genau mit dem Wert, den ihr durchschnittlich findet in euren Physikbüchern, Wikipedia, Wissenschaftsbüchern, wie auch immer. Wir machen genau diesen Durchmesser und da machen wir genau mit dem Durchmesser als Seitenlänge legen wir ein Quadrat dran. Das ist immer ganz toll. Okay? Durchmesser ist gleich eingeschriebene Umschreibung mit dem Quadrat. Und jetzt nehme ich den Radius. Ich tue jetzt da nicht auf die Kästchen aufpassen. Und jetzt schaue ich in den ganzen Physikbüchern, in den Gescheiten nach, wie groß der Mond ist. Und dann nehme ich jetzt den Radius vom Mond und mache da in dem Radius eine Kugel dran. Also das ist jetzt maßstabsgerecht mit Sicherheit nicht. Und mache hier auch ein Quadrat dran. Okay? Und wenn ich jetzt diese zwei, Radius Erddurchmesser, Radius Monddurchmesser, ganz nebenbei, dass ihr in manchen Physikbüchern ist der Durchmesser bzw. der Umfang der Erde auf einen Meter genau angeben. Ich frage mich, wer das gemessen hat. Ich habe das Beispiel im Fiegenstahl-Vortrag bei den Pyramiden gehabt. Ihr könnt euch grob erinnern, ich zeige dir Bücher, die Pyramiden, ich plapper das jetzt nach, weil ich selber denke, es bewusst nach, die Pyramiden sind die genauesten, vermessensten Bauwerke der Welt überhaupt. Das sind hier mit gekühlten Messgeräten auf ein Tausendstel Millimeter genau sind die vermessen. Und jetzt stehe ich vor den Steinhaufen, du kannst auf einen Millimeter nicht einmal die Zimmerdecke vermessen. Wer hat das gemessen? Und du plapperst das nach, wie viele muss ich euch überhaupt nur reinstellen? Spinnen, dass ihr sagt, das kann es doch gar nicht geben. Also gut, wenn ich das jetzt hier, Erdradius, Mondradius, wenn ich jetzt einen Kreis rumziehe und du rechnest das aus, auf 1 Promille genau, ist dieser Kreis im Umfang genauso groß wie dieses Quadrat, das da drum liegt. Ich nehme nur die Maße, diese Maße aus den Physikbüchern raus. Was noch interessanter wäre, wenn ich das jetzt in 11 Teile einteile, okay, dann wirst du feststellen, dass das hier 4 Teile sind, das 3, das habe ich jetzt nicht ganz genau gemacht, das sind 4 Teile. Hier der Mond hat im Radius genau 3 Teile und nochmal 4 Teile. Kommt dir das bekannt vor? 3, 4 und das sind genau 5. Das ist der Pythagoras. Und es ist schon erstaunlich, dass vor 4,5 Milliarden Jahren ein Meteor eingeschlagen hat, das ist rausgespritzt, das hat sich verklumpt. Und das ist übrigens Cousteau, sagt jetzt, ja, das weiß doch jeder, das ist Cousteau, der hat es entdeckt. Das kann man nicht entdecken. Alle, die in dir auftauchen, sind verwirklichtes Wissen. Da bist zuerst einmal du da und du hast es wieder irgendwo aufgeschmackt, wie dem Bruno gerade. Und weil du das auf deinem Wissen hast, kannst du dir jetzt einen Cousteau ausdenken, weil du gelesen hast, die kosmische Oktave, der hat es ja entdeckt. Aber ist es nicht so, dass jede Figur, die du dir ausdenkst, die Kiste nur das drin sein kann, was du dir ausdenkst, das sind nur Spiegelungen von deinem Wissen. Und wenn du jetzt sagst, ja, was der Udo mir erzählt, weiß ich doch nicht, aber der Udo sagt dir ganz genau, dass das dein Wissen ist, das du bloß vergessen hast und du nicht in dir auftaucht. Das einzige Nachteil dem System, man kann Geld damit verdienen, weil sonst kriegst du es nicht. Ich kann mich so schön erinnern an einen Doktor, Namen ist uninteressant, der bei mir ist und sagt, und der einen riesen Respekt das gehabt hat, dann hat er sich aufgelöst. Nur, es war wieder so ein Heuchler,
Ich habe gesagt, wenn ich dir jetzt die Macht gebe, dass du wirklich Menschen heilst, so wie man sich das bei dem historischen bzw. Märchenfigur Jesus vorstellt, wenn ich dir die Macht gebe, dass du Menschen wirklich vor jeder Krankheit mit einem Schnipp heilen kannst, aber nur unter der Bedingung, dass du keinem Menschen davon sagst, dass du das bist. Das heißt, wenn ich jetzt weiß, der ist krank, dann mache ich das, deliberatisch mit Gedankenkraft, dass der das überhaupt nicht mitkriegt. Okay? Was würdest du dazu sagen? Und dann sagt er, was bringt mir das dann? Und dann sage ich, genau deshalb kriegst du diese Macht nicht. Genau deshalb kriegst du sie nicht. Das war die Gründe. Es macht dich aber in einem gewissen Maß unantastbar. Weil da können zwar immer alle, die nachschwitzen, das ist ja immer so ein Leuchtfeuer. Das ist immer, willst du klares Wasser trinken, heißt es, diese stille Post zur Quelle gehen. Wir können jetzt da so Kleinigkeiten machen. Ich wollte das jetzt eigentlich nicht ansprechen und ich muss das ganz kurz bringen. Weil nämlich hier ein Großteil von euch dort beteiligt sind. Ich meine jetzt Brüsselebene. Wir schauen mal, ich habe jetzt keine Ahnung, irgendein Bekannter hat mir erzählt von Holofeeling. Was ist das Erste, was man macht? Man geht ins Internet. Ja. Rüberschieben. Ja, ich hab's gleich, das ist gut. Also, Moment, bevor ich da schnell mache. Jenseits des Weges existiert Gott, der Weg selbst ist weder das Ziel noch die Bestimmung. Der Weg zu Gott ist einfach. So man alle Konzepte aufgibt, sollte man selbst das Konzept des Weges aufgeben, denn es braucht keinen Weg, um ihn zu erlangen. Ihn kannst du nicht erlangen, das bist du schon. Darum sage ich, ich bin du. Es braucht nur die augenblickliche Erkenntnis ohne Weg, ohne Tun, ohne Meilensteifen, die euch angemessen wurden, damit ihr diese Illusion begegnen könnt. Was für einen Weg soll es sein, der zu Gott führt? Ja, das würde bedeuten, ihr befindet euch am Weg und Gott ist dort am Ende des Weges. Das ist ein Irrtum. Dann Gott erlangt man ohne einen Weg, den ihr beschreiten müsst. Das ist ein Konzept der Religionen, die davon ausgehen, Ahnung, bla bla bla, das Geheimnis, einfach ihr selbst seid der Weg. Und jetzt war es irgendwo, warte mal, die kleine, ich wollte eigentlich, ist das weiter unten, das ist ganz spaßig. Aber es ist mir jetzt, das, so weit lesen wir nicht rein. Ich meine, das ist weiter oben gewesen. Das Geschenk, wo war es denn? Ah, da, habe ich überblättert gerade. Pass auf, lass uns das nochmal machen. Wer bereitet für diesen direkten Weg, wird jede Zeile dieses Buches als großes Geschenk und Segen erfahren. Schaut. Ja, alles klar. So, und jetzt machen wir mal Holofeeling. Also ich habe keine Ahnung, ich schaue mal nach, was das eigentlich ist. Okay, und ich zeige genau, so funktioniert das. Und das Thema hatte ich jetzt erst hier mit Dieter, Holofeeling Homepage. Das ist die klassische Seite, wo die ganzen Schriften sind, die wissen wir ja. Dann kommt da, wenn Selbstgespräche, Geplappere. Jetzt kommt dann in Heiko seine Scheibe hin. Immer wieder dazu gesagt, ich habe noch nie zu ihm gesagt, die sollen, ich als Udo habe noch nie zu ihm gesagt, die sollen eine Homepage machen. Die machen das von sich, da haben die viele Heiko und Udo gar nicht gekannt, weil sie eine Schrift gekriegt haben. Jetzt kommt hier nochmal Heiko. Jetzt kommt der, gibt's, geht zur Zeit nicht, wenn das einen interessiert, da ist der Blog, das geht auf Chrome. Das ist aber nicht, das ist der Browser. Ihr müsst euch keine Gedanken machen. Nein, das ist der Bloganbieter und der geht nur auf Chrome, nicht auf die anderen geht er. Weil die wieder eine neue Version macht, Tom, und den kannst du, weil das ist aber wascht. Wisch und weg. Loslassen lernen, sage ich. Weil, wenn man es lesen will, auf der Diane ihrer Seite hat er die Erde aufgelistet, wenn es einen interessiert. So, jetzt kommt Holofeeling-Blog. Das ist. Jetzt haben wir den ersten Holofeeling-Bewegung Religionslexikon. 26.04.2018. Schauen wir mal, was da drin steht. Da unten haben wir schon wieder, der neue Messias kommt aus Weißenburg. Also passt auf, die Holofeeling-Bewegung, derzeit kein, ich bin noch nicht gelistet. Oberbegriff Esoterik, Synonyme kurzdeckt, esoterische Neuoffenbarungsbewegung mit theosophischem Hintergrund laut Literaturbefund scheint hinter dieser Bewegung die Offenbarung von Udo Böttcher zu stehen. Du, wenn das lesen würdest,
der sich als Jahwe Gott versteht, seine Werke sind ihm, sag schon mal, da muss ich dazu sagen, das stimmt, die haben das von mir nie gekriegt. Genauso wie, die waren einmal, wollten die was von mir, das ist ja eh so Schuppen ohne Ende, die leben in einer kleinen Pyramide. Also die haben in einem Pyramidenzentrum ist das. Und ich habe dann ganz, ganz nett gesagt, die können ja die Schriften haben, das ist mir wurscht, das steht ja drin, mach damit, was du willst, wenn du das lesen wirst, wenn du die Schrift hast. Ich habe mit denen nichts zu tun, überhaupt nichts zu tun. Und meine Schriften kannst du der Seite aufmachen, runterladen und drauf machen. Was ich jetzt offiziell sehe, das sind Heiko seine, weil das nur Sammlung ist und natürlich die dann von der Diana, die klassische Holofeeling-Seite. Das ist die komplette Sammlung meiner Schriften, die du kostenlos runterladen kannst. Aber selbst die hatte ich nie was damit zu tun, wenn du das weißt. Ich habe auch selber keine Internetseite. Ich habe nicht einmal ein Handy, da ist mir doch kein Mensch nicht, oder? Etza, Udo Petscher beschreibt Holofeeling so, Holofeeling beschreibt ihr, das ist jetzt der Anfang von dieser Seite, was die nicht lesen, die göttliche Mathematik, das anerzogene Wissen für Dummköpfe. Okay, und die nehmen nur den Sorschammer Verlag. Das ist übrigens Stand 2018. Das ist sowas von uninteressant. Die haben die ersten 8 Bände, diese damals oder nicht, ich weiß gar nicht, ob sie alle 8 haben, die sind aus den 90er Jahren oder was, wo die das runtergeladen haben. Hier kostenlos zum Download, da zitieren sie und jetzt wird es Zusammenfassung. Die Holofeeling-Bewegung ist nach der Kenntnis durchaus mit der IM-Religion. Der Robby lässt grüßen. Der war Robby von der Marion, Robert Neugebauer, der war in der IM. Da habe ich ihn aber, eine Entziehungskur habe ich ihn da verordnet. Dafür spricht auch, dass die Publikation des Verfassers im Sorcerer Verlag erschienen ist. Das ist überhaupt keine Publikation. Die Seite ermöglicht diese Internet, die Bücher als Buch runter, als runterzuladen, weil die schlichtweg und einfach die Datei da reingeladen haben, weil die kostenlos verfügbar ist. Es ist Lüge. Die Publikation von Udo ist lediglich als Download verfügbar. Hast du schon wieder? Hat bislang nicht zu einer Publikation geführt. Offensichtlich ist die potenzielle Leserschaft der Güsse des Verfassers nicht genug, da sich ein Druck nicht ordnet. Bibliografie, ist ja richtig, das ist gar nicht bezweckt, weil mich die Figuren das überhaupt nicht interessieren. Mich interessiert der sich's ausdenkt. Okay, keine Titel. Und jetzt kommt's, weil ich sag schon mal, jetzt kritische Links. Und das ist dieser schöne Bericht nach unserem Weißenburg-Vortrag. Der ist von hinten bis vorne Lüge. Da muss man jetzt dazu wissen, da war ja ein Großteil von euch war in Weißenburg, dass die Zeitungsreaktion unmittelbar gegenüber hier 30 Meter weiter ist in sein Büro. Wenn wir das jetzt lesen, du dem Ganzen, es ist jedes Wort anfangen, wo er sagt, haben sich 50 Jünger zusammengefunden, der Saal war überbelegt wie hier mit 200 Mann, hat sogar Ärger gegeben. Der hätte nur einen über die Straße gehen müssen. Es ist alles Lüge. Und was ich jetzt, wieso, es geht mir nicht um eine Verteidigung. Die Schwierigkeit ist, dass wenn du jetzt keine Ahnung hast, hast du jetzt deine Meinung, wenn du das liest. Und es gilt für alles. Wisst ihr, wie viel Scheißdreck ihr euch schon reingezogen habt als erstes? Und alles, was jetzt neu auftaucht, wisst ihr hundertprozentig sicher, dass das Scheiße ist. Und dann kannst du durchlaufen. Jetzt geht ihr, wenn ihr jünger seid und ihr sitzt bei euch auf YouTube und ihr knallt euch diese ganzen Blogger rein. Machen wir Ubuntu TV. Ja, das muss jetzt noch. Jetzt bin ich in Rage. Zwei jetzt. Das muss doch endlich. Verdammt nochmal, das muss doch endlich mal gesagt werden hier. Schau, das ist jetzt zum Beispiel, Ubuntu ist eine Suchmaschine, der solche alternativen Links auf YouTube Liste, dass du sofort immer weißt, wenn eine Neuerscheinung ist, dass du den jetzt selber aufrufen musst. Es sind nur Feindbilder. Das sind teilweise aber interessante Sachen. Es geht hier natürlich auch Gesundheitstipps und so weiter. Es ist ein Riesending, Gehirndoping mit Vitamin C. All das, ob das CDL, alles was es gibt. Hier, jeder, der hier eine Sache hat, plappert irgendwas aus dem Internet noch. Die ganzen Blogger, die sitzen offensichtlich den ganzen Tag da, wälzen das Internet und Zeitungen. Und jetzt kommt natürlich, was ich sage. Es gibt keine Internetseite, die du mir zeigst, wo ich dir nicht hunderte, tausende zeige, wo dasselbe Thema, das genaue Gegenteil, behauptet wird oder sogar was ganz was anderes. Keine einzige. Ob das in der, wenn du jetzt wissen willst, wie deine Welt ausschaut, dann zeige ich dir welche, das ist die Masse, wo behauptet wird, das ist eine Kugel, die sich um die Sonne rumdreht. Ich zeige dir welche, das ist eine Hohlkugel. Ich kann dir jetzt zurzeit ganz einen Haufen aktuell zeigen, die wieder behaupten, das ist eine Scheibe.
Und jeder wird dir vollkommen logisch zu erklären versuchen, was richtig ist. Es ist einfach das Perspektivenprinzip. Ich sage, die haben alle recht, aber nur ein bisschen. Alles ist unvollkommen. Wenn ich jetzt weiß, dass das Perspektiven sind, die lückenlos wie Puzzlestücke ineinander passen, wenn du Holofeeling verstehst, wieso willst du bloß an einen dieser Perspektiven, dieser Seiten glauben, wenn du alle glauben kannst? Ich diskutiere nicht um einen Standpunkt, ich bin der Monolog. Ich bin der Körper und nicht das Auge. Bin nicht einmal der Körper, ich bin viele Körper. Weil ich nämlich alle ich bin. Jetzt, wenn du die Ichs verstanden hast, dann ist es in Ordnung. Und mir geht es jetzt nicht um den Bericht, sondern das war es dann übrigens. Übrigens selbst der Sektenforscher, der dann gefragt wurde, sagt, ja, was wir wissen, das ist keine Sekte, man kann da nirgends eintreten und es sind auch keine finanziellen Interessen. Das hat er zumindest schon mitgekriegt. Aber was der verbreitet, ist verdammt gefährlich. Das ist verdammt gefährlich. Und jetzt machen wir Pause. So, jetzt könnt ihr euch in die Hosen scheißen. Ja.